Herzlich willkommen zu den heutigen Wandelgesprächen, montags 19 Uhr immer. Und Lucky hat sein Mikro noch aus Versehen an. Wir sind heute zu zweit. Der Lucky ist da und ich. Und wir gucken, wer vielleicht noch nachher reinschneit. Und ich beginne mal mit einem ganz zentralen und super wichtigen Thema. Mein Thema heute ist einmal, und ich zeige mich mal vielleicht ganz kurz, dass die Leute mich sehen können, mal kurz. Ja, hier mal zwei Fotos von mir, das muss reichen. So, denn meine Kamera nimmt zu viel Daten. Jetzt. So, und dann ein Thema von mir heute ist ganz sicher das Wahlbündnis ARD, ZDF stoppt das Deutschland, das Only One Way, also das nur Mainstream-Gedanken, alles andere wird zum Verschwinden gebracht. Das ist das eine Thema. Das soll morgen, soll die große Aktion. Da hat sich auch eine Mitarbeiterin gemeldet und da hatten wir schon ein Bewerbungsgespräch gehabt und so weiter. Und dann morgen soll es losgehen, die Lawine ins Rollen zu bringen, die hoffentlich wie ein Schneeballsystem dann plötzlich 100 Parteien und sonstige politische Initiativen und zusammenbringt und den wir dann mit 7% in den nächsten Landtag in Hannover, dann in Niedersachsen dann einziehen zur Niedersachsenwahl, eine dieser 50 Parteien dann, und wir dann eben nur auf immer nur ein Thema machen. ARD und ZDF müssen gesetzlich so geändert werden, dass Willy Brandt, Ex-Bundeskanzler, Willy Brandts Idee vom mehr Demokratie wagen Realität wird, sodass dann also, was weiß ich, mein Vorschlag wäre ja dreimal täglich im ersten und zweiten ständig wechselnd vormittags, nachmittags, abends Talkshows, in denen die 100 Teilnehmer dieses Wahlbündnisses ihre Reformkonzepte vorstellen dürfen. Und jeweils vielleicht 5 pro Talkshow und so weiter. Und das ist dann so etwa ein Minimalkonsens. Aber mein anderes großes Thema ist heute mir viel wichtiger, nämlich Karl Marx hat den Kapitalismus total verharmlost. Die Diktatur der Sparten, im Gegensatz zu dem Begriff der Diktatur der Konzerne, den also der Greenpeace- und Foodwatch-Mensch Thilo Bode in seinem Buchtitel eingeführt hat, die Diktatur der Konzerne, die ist harmlos. Die ist verglichen mit dem, um was es wirklich geht, harmlos. Die Spartensinnes, die Summe aller Sparten, einschließlich der Konzerne, aber besonders auch derjenigen Sparten, der Sozialsparten, der Weltsozialsparten, das sind die Sparten, die unser aller Leben ruinieren. Das sozusagen, ich zeige jetzt mal das Bild, mal so ein Bild von einigen oder von 30 dieser Sparten. Ja, das sind schon mal so 30, vielleicht 30 der Sparten. Die Sparte innere Sicherheit wirkt im Kapitalismus ohne jede Bewusstheit darauf hin, dass es immer mehr Kriminelle gibt, denn alle können nur dann Karriere machen, wenn die Kriminalität zunimmt. Die Gesundheitssparten streuen lauter vorteilbringende Irrtümer oder parasitäre Meme, wie es wissenschaftlich heißt, aus und manipulieren mit einer einzigartigen Gehirnwäsche die gesamte Bevölkerung in die Richtung, dass das ganze Land sich in ein Krankenhaus verwandelt, ein Land chronisch Kranker. Und die Sozialsparten schütten lauter vorteilbringende Irrtümer aus und unterziehen uns alle einer Gehirnwäsche.
dass wir alle der Meinung sind, dass bestimmte politische Konzepte für uns gut seien. In Wirklichkeit führen sie zu einer Anhäufung und Ansammlung einer karrierefördernden Masse an Kundschaft, an Arbeitslosen, an Obdachlosen, an verwahrlosenden Menschen, an psychisch kranken Menschen. Die Pharmakonzerne freuen sich über die ganzen depressiven Arbeitslosen. Es hat gepiepst und ich mache nur noch rund. Also das heißt, ich werde in der nächsten Runde das Vorgehen machen, was ich im Moment auch dem Weltrat, unseren Professoren empfohlen habe und auch der Partei des Gemeinwohls empfohlen habe. Vor jeder Sache, die man darstellt, muss man schildern, wer die dagegen lautenden, vorteilbringenden Irrtümer in die Welt gesetzt hat und wie er uns damit ausnutzt, ausschlachtet durch Manipulation, Gehirnwäsche, Propaganda und Werbung, uns quasi unser Leben ruiniert, uns aber glauben lässt, dass diese vorteilbringenden Irrtümer seien Wahrheiten, weil wenn es so viele für richtig halten, dann muss es doch die Wahrheit sein. Ich gebe weiter an Lucky zu seinem ersten Beitrag. Ich drehe ihn jetzt mal groß. Ich suche ihn erst einmal. Moment. Lucky, Lucky, wo bist du? Du bist hier. Und Lucky, so in 3, 4 Sekunden kannst du loslegen. 21, 22, 23, 24. Okay, dann leg los mit meinem Beitrag. Der schließt sich an deinem ersten an, was du heute das Thema hast. Ich bin auch sehr gespannt auf diesen öffentlichen Platz, den wir dann ARD und ZDF kriegen sollen. Und dazu ist meine Frage, wie bewirbt Mensch sich da oder Gruppe oder Projekt, wie bewerbe ich mich da? Letztes Mal ist irgendwas gesagt worden über freie Argumentekultur. Ich habe da aber nichts gefunden, wo ich da mehr erfahren kann, dass ich da also als Bewerber bin. Habe auch schon mehrere Sachen oder mehrere Gruppen im Kopf, die ich ansprechen würde, weil ich habe das ja so verstanden, dass das sozusagen so ein bisschen wie so ein Kettenbrief ist. Das heißt, dass ich also nur Chancen habe, genommen zu werden als Bewerber. Und dass wenn ich sozusagen 2 andere Bewerber oder Bewerbergruppen auch ja, kennzle oder vorschlage und wenn die dann sich da beworben haben, dass dann erst sozusagen mein Beitritt damit valid wird. Und wie gesagt, das System finde ich ganz gut und wie gesagt, habe da Lust mitzumachen und will mich da auch einklinken. Habe aber, wie gesagt, den Link nicht gefunden oder aber ich denke, dass es da heute noch Details gibt, wie das gemacht werden kann. Von daher bin ich auch gespannt über die Informationen, die dann du morgen kriegen wirst oder was das morgen noch konkreter ist. Du sagtest ja mit 2 Professoren, hast du nochmal gesprochen. Ja, bin da über weitere Infos sehr interessiert. Zum zweiten Punkt bin ich auch gespannt, wie der weitergeht, was du gerade über Sparten gesagt hast und vorteilbringende Irrtümer ist ja für mich immer, was ist das Motiv? Was ist das Motiv der vorteilbringenden Irrtümer? Warum schaffe ich als Sozialarbeiter mehr Obdachlose und sonst was? Welches Interesse dann habe ich? Oder als Arzt, warum ist es natürlich besser, wenn ich mehr Kranke schaffe als Gesunde? Und da bleibt für mich nach wie vor, ist jetzt nicht ganz neu für dich, ist für mich immer der Kasus Knaktus, ist natürlich der ökonomische Gewinn, den ich habe, nämlich Profit, dass ich besser lebe, und was du meinst als Irrtümer. Ist natürlich, dass ich, wenn ich mehr Kranke habe, dass meine Praxis dann voller ist, als wenn ich nur Gesunde habe. Und von daher komme ich in dieser hiesigen Welt, mit diesem Geldsystem, ökonomischen Geldsystem, komme ich natürlich immer besser bei weg mit den vorteilbringenden Irrtümern. In dem Sinne sozusagen, dass ich also meine Praxis dann voll ist, mit lauter Kranken, ist für mich einfach besser in dieser Wirtschaft, besser, mehr Geld, mehr Einkommen, mehr Sicherheit. Als wenn ich jeden gesund mache und kein Mensch wiederkommt, weil er neu krank wird. Dann gehe ich gerne sozusagen pleite und bleibe auf meinem Kredit für die Praxis sitzen und bin ein Arschig. So, auch wenn es noch nicht piept, gebe ich trotzdem wieder zurück an Dylan. Ich hoffe, du kommst damit klar. Mehr sind wir noch nicht, von daher kann ich an keinen anderen weitergeben. Wa?
So, ja. Und jetzt müsste man mich wieder hören. Mein Mikrofon zeigt grün an. So, und dann zeige ich dem Lücke jetzt als erstes die neu geschaffene Billig-Homepage, die aber alle Informationen beinhaltet über die gesamte Prozedur. Ich hatte gehofft, er hätte es jetzt schon gesehen die ganze Zeit. Hier, Lucky, hier oben. Die URL ist Wahlbe für Wahlbündnis, also Wahl und dann noch Bertha und dann hier Bertha Emil Emil Paula und world.de, also Wahlbe.beepworld.de. Da findest du alle Infos. Also ich mache das jetzt mal groß, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und jetzt kann man hier ja, alles lesen über dieses Projekt Wahlbündnis. Und wie man zu der Gruppe der zum Beispiel der ersten 10 gehört, die dann, es wird immer, wenn 10 volle sind, ja, und bestätigt auch da sind, ja, also man findet mindestens zwei Gruppierungen, die mitmachen. Und wenn die dann auch wieder zwei gefunden haben, dann wird man in der Liste bestätigt. Lucky, du hast dein Mikro noch an. Dann wird man in der Liste bestätigt und dann wird das erste Zehnerpaket wird dann da irgendwann hingeschrieben mit Homepage und allem, so steht aber auch alles drin. Homepage und Name und so weiter. Ja, und das Nochmal ist. nach oben gehen, nochmal nach oben gehen auf die Webseite mit dem Genau, das mache Wahlbuch. ich ganz einfach, indem ich dir das nochmal zeige. Ich kann es leider nicht viel größer machen, aber hier, also, das ist wahlbe.beepworld.de. Ich weiß, ich hoffe, man kann es lesen. Bei mir kann man das lesen. Wahlbe, also Wahl und noch ein B daran und dann für Bündnis.beepworld.de. Bertha, Emil, Emil, Paula. Und world.de. Und das ist die gesamte Information drin auf dieser einen Homepage. Ja, das ist nur so eine kostenlose Billigst-Homepage. Kannst du das aus dem Aber Chat noch schreiben, beepworld.de? Kannst du das im Chat schreiben? Geht es? ich warte mal, Sekunde. Ich probiere das jetzt mal auf deinen Wunsch. Kopieren. Dann geht man hier in den Chat. Oh, der Chat ist hier unten irgendwo. Chat. Jetzt müsste ich das hier unten irgendwie reinschreiben können. Einfügen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie man das macht, weil ich sehe es nicht. Ist Ist drinnen im da schon? Chat. Hast schon im Chat Ist schon drinnen. drin? Ist schon drinnen, Ist schon danke. drin? Ja, ist schon drinnen, danke. Ja, dann muss ich das jetzt nur wieder zumachen. Es ist Mal. schließen. Ich will kurz kopieren. Genau, du kannst es auch direkt aufrufen auf dem Computer, Ja, ne? genau. Ich habe es kopiert und klar. Gut, ich danke dir. Ja, denn das ist, ich denke, ich gehe mal davon aus, dass wenn da wirklich 100 Gruppierungen mitmachen, dass die natürlich dann Wert drauf legen, dass auch nur diese 100, die das Ganze geschafft dann haben, ja, dass die dann auch wirklich im ZDF und ARD auftauchen und nicht noch 100 andere, ne? Das, insofern wird das also auf jeden Fall irgendwann, wenn die Liste geschlossen wird, ist einfach dann Schluss und dann müssen die anderen müssen halt für sich auch nochmal eine Initiative starten, um für sich dann reinzukommen. Aber ich denke, bis dahin hat jede wirklich ernstzunehmende Gruppierung davon genügend erfahren und hat teilgenommen dran an dem Ganzen. Ja, wir sind ja auch sofort dabei. Weltrat ist dabei, Next Scientists for Future sind dabei und Partei des Gemeinwohls ist selbstverständlich auch dabei, weil das natürlich eine Riesenchance für uns alle ist, ne? Dass wir endlich vor 3 Millionen Menschen die Sachen erklären können. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Ne? Immer wieder zu Wort kommen. Dass wir also ein innerstaatliches Vorschlagswesen bekommen. Und jetzt habe ich nur noch 1 Minute 45 für die vorteilbringenden Irrtümer. Das ist unendlich wichtig. Ich mache mal jetzt mal ein Beispiel. Ich habe gerade eben eine Frau getroffen. Und
die also, und ich habe nur das Thema erwähnt, dass man ja darüber diskutieren könne, ob der Mensch, ob der Kapitalismus uns nicht aus bestimmten Gründen den vorteilbringenden Irrtum gebracht haben könnte, dass wir monogam leben sollten, aber möglicherweise das nur ein Vorteil für die Industrien ist. Ich habe es nur angedeutet, da hat sie schon als so quasi wie eine Zeugin Jehovas gesagt, oh nein, über solche Dinge nachzudenken tut mir nicht gut. Also nein, ich will gar nicht darüber denken und ich will mich gar nicht mit Dingen beschäftigen, die also meine Vorteil, also meine liebgewonnenen Wahrheiten, die Leute halten ja, man hält ja den vorteilbringenden Irrtum immer für eine Wahrheit, ja? Sonst hätte man ihn ja nicht im Kopf. Ja, also man nimmt ja das menschliche Gehirn nimmt nur Dinge auf, von denen es glaubt, dass es sich um Wahrheiten handelt. Und Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation und Werbung funktionieren genauso, dass die größten Irrtümer glaubwürdig rübergebracht wird. Und wenn sie dann immer wieder wiederholt werden und dann auch noch von einer großen Zahl an Menschen immer wieder wiederholt werden, und eine Sparte ist ja oft eine sehr große Berufsgruppe, es piepst und ich mache nur noch rund. Und diese große Berufsgruppe aus vielen Leuten, die immer wieder die gleichen Irrtümer wiederholen. Und wenn dann auch viele Bekannte diese Irrtümer glauben und übernehmen, dann kann der Mensch im Kapitalismus fast gar nicht anders, als diese vorteilbringenden Irrtümer für absolute Wahrheiten zu halten und damit sein ganzes Leben zu ruinieren. Ich gebe weiter an Lucky. Lucky, du kannst dann wieder in 5 Sekunden loslegen. Ja, okay. Ja, für mich ist immer der Punkt, warum sollst du dann die Leute rausnehmen, wenn sie so glücklich und zufrieden sind, auch wenn es ein Stück weit ein vorteilbringender Irrtum ist. Da, wie soll ich sagen, habe ich immer ein bisschen moralisches Skrupel, auf ein krankes Pferd einzureden, oder ja, auf einen Menschen einzureden wie auf ein krankes Pferd. Und von daher kann ich eigentlich immer nur sagen, wenn Leute meckern, wenn Leute meckern, jammern oder eben einen Leidensdruck spüren. Genau, das ist vielleicht das entscheidende Wort, Leidensdruck. Solange Leute keinen Leidensdruck haben und sie sagt, sie will damit nichts zu tun haben, weil sie ansonsten denkt, sie leidet, dann musst du sie halt lassen. Du kannst die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Und von daher ist erst, wenn du in ihrer monogamen oder sonstigen Beziehung unglücklich ist und irgendwann anfängt zu jammern, dann finde ich, kannst du sagen, da willst du nicht mal probieren. Es gibt also auch Leute, die andere Formen nehmen, wo sie deutlich von ihnen aus gesehen deutlich glücklicher sind und jetzt sich entschieden haben, für was für sie ein Vorteil war, ein richtiger Vorteil war, probiert auch aus. Und davor, finde ich, hat jedes Sendungsbewusstsein, finde ich eigentlich immer fehl am Platz. Ja, weil du erzeugst damit recht auch nur Widersprüche. Weil kein Mensch will sich eigentlich in dem Sinne verdrehen oder erziehen lassen von einer Sache, die ja nicht überzeugt ist und die er eigentlich gar nicht will. Und erst wenn jemand sagt, ich bin unzufrieden, ich brauche eine Lösung, um mein Leiden oder meine Unzufriedenheit zu verbessern, erst dann, finde ich, erst dann habe ich ein moralisches Recht sozusagen zu sagen, guck mal, ich habe eine Idee oder eine mögliche Lösung für dich, willst du nicht machen. Aber vorher, finde ich, ist, ja, du hast gesagt, das ist nur Andeutung, aber im Prinzip warst du ja ein bisschen wie Zeugen Jehovas, dass du einer Frau was nahegebracht hast, was nicht ihr Ding ist. Und von daher finde ich ihre Abwehrreaktion aus ihrer Sicht total verständlich. Ja, das dazu. Ansonsten habe ich jetzt den Link gekriegt und freue mich dann nach der Konferenz oder irgendwann, wenn ich darauf gehe und mir das halt angucke und mich dann auch bewerbe, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, dass ihr drei schon angenommen seid. Weil eigentlich könnte ja nur eine Gruppe von euch angenommen worden sein, weil die andere, die nächste Gruppe muss ja zwei neue haben, zu bringen. Wenn ich das richtig verstanden habe, das Prinzip. Dass du sozusagen nur als Kandidat, zählst, wenn du zwei neue hinter dir hast, die dann da einspringen würden.
Und von daher wundert mich das jetzt, wenn jetzt nur drei aufgeführt sind, dass ihr schon sozusagen das Ticket der Teilnahme habt. Das würde nach meinem Verständnis würde eigentlich nur für die erste Gruppe gehen, die sozusagen zwei gebracht hat. Und die stehen jetzt in den Startlöchern und können jetzt eigentlich auch nur das Ticket haben. Die zweite Gruppe, wenn die sozusagen drei und vier dann rekrutiert hat. Und die dritte Gruppe könnte dann nur ein Ticket haben, wenn die vier und fünf rekrutiert hat. Ganz platt so, wie ich das verstehe. Da habe ich also noch eine Frage zu. Da ist mir nicht ganz klar, warum ihr schon so sicher seid, dass ihr drei das habt. Oder zählt für euch dieses Konzept nicht in dem Sinne, weil ihr die Gründer seid oder Anfänger, die ins Rollen gebracht haben, den ersten Schneeball, das deswegen für euch nicht zählt. So, ja, damit hat er noch nicht geprüft, aber es gibt dann schon mal wieder weiter. Ja, nur noch an Dillen, weil ja kein anderer da ist. Okay, Dillen, du. Ja, die Überlegung ist natürlich genau richtig, aber der Grund ist ganz einfach. Jede Gruppe, die zum Beispiel, wie bei uns geschehen, also so, unsere Professoren, also von Weltrat und Next Scientists for Future und die Spitze der Partei des Gemeinwohls haben zusammen deutlich über 2000 Euro gespendet für die Mitarbeiterinnen, die die Leute anrufen. Und wenn das eine Gruppierung macht, dann kann sie automatisch zum Beispiel auch einfach so schon mal den Vollstatus kriegen, also den endgültigen Status in der Liste kriegen. Also es kommt einfach darauf an, irgendwie mitzuarbeiten, so dass es die Sache gut voranbringt. Und ich selbst zum Beispiel, ich werde sogar selber auch morgen einige, ich habe mir sieben Telefonnummern rausgesucht von Organisationen, mit denen ich noch nie gesprochen habe. Und die werde ich dann auch sozusagen als anonymer, neutraler Vertreter nur dieses Wahlbündnisses, also ohne mit einem Wort zu erwähnen, dass ich zu Next Scientists for Future oder Weltrat gehöre, werde die Leute da versuchen zu finden. Ja, und dann noch mal zu dieser Frau. Ja, es war wirklich so, ich habe wirklich nur die Überschrift eines Themas erwähnt und sie hat sofort so erschreckt und aggressiv reagiert. Also wenn ich von ihr gewusst hätte, wenn sie mir gesagt hätte zum Beispiel, ich bin Zeugin Jehovas, dann hätte ich natürlich nicht damit angefangen, welche Argumente für mich eher dafür sprechen, dass es keinen Gott gibt, weil ich genau wüsste, das kann sie nicht akzeptieren, darüber zu sprechen, denn in dieser Sekte ist ein Nachdenken hin und her nicht mehr erlaubt und ist des Teufels und damit darf sie das nicht. Aber bei einer ganz normalen Frau, die sich also für gesellschaftskritisch und links hält, wo wir ja wirklich über alles diskutieren in der linken Szene, ja, da habe ich das einfach nur nicht erwartet, ne? Ich war also einfach nur geschockt. Ich werde jetzt grundsätzlich mit dieser Frau nicht reden, denn ich weiß ja nicht, was sie noch in ihrem Kopf für Tretminen hat, über was man alles mit ihr nicht sprechen darf, weil sie das quasi empfindet, als würde ihr als Zeugin Jehovas plötzlich anfangen, davon zu reden. Ja, und was denkst du, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott? Nicht? Also mit so jemandem kann ich da nicht reden, weil jemand, der so stark sozusagen in dem feindseligen Ablehnen einer freien Argumentekultur sozusagen sein Leben gefunden hat, da heißt es für mich, nie wieder ansprechen. Werde ich auch nicht wieder ansprechen, gar nichts mehr, ne? Und übrigens zum Thema glücklich. Also es ist eigentlich so, es gibt halt viele Hinweise dafür, dass wir Menschen uns alle im Kapitalismus abgefunden haben. Wenn ich meine, ich bin ja nun als ausgebildeter Psychoanalytiker mit in den Lehranalysen und so weiter, habe ich ja natürlich genau erfahren, wie mir in meiner Kindheit sozusagen mit Angst machen sozusagen nach und nach ein mich abfinden mit Verzicht auf Lebenslust beigebracht wurde, wie ich Stück für Stück in dieses freudlose, kapitalistische, esssüchtige, konsumsüchtige, kaufsüchtige Leben umtransformiert wurde und wie dabei die natürlichen Lustquellen mir Stück für Stück
mit Ängsten besetzt wurden durch meine Eltern, die es ja gut gemeint haben, ja, und es piepst und ich mache nur noch rund. Das heißt also, an meiner eigenen Geschichte kann ich sagen, dass es eigentlich niemanden gibt, der hier glücklich sein kann, sondern es gibt eben Leute, die sich damit abgefunden haben und selbstverständlich haben sie das Recht zu sagen, ich will mich mit gar nichts Neuem beschäftigen. Selbstverständlich haben sie das Recht dazu, weil jeder hat das Recht, wenn er sich damit abgefunden hat, dann damit leben zu können, wie er möchte. Und deswegen, also, aber das Entscheidende war, ich konnte ja bei dieser Frau gar nicht vorher wissen, dass sie sozusagen auf alle möglichen Themen sozusagen schon fast aggressiv reagiert, so nach dem Motto, bloß nie darüber nachdenken. So, Luki, in 5 Sekunden kannst du dann wieder loslegen. Moment, nee, nochmal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. 1, 2, 3, 4. So, in 3 Sekunden. Okay, ja, ich weiß gar nicht jetzt, was ich noch sagen soll. Ja, außer, dass du, als du dargestellt hast, wie ihr jetzt auf die Liste gekommen seid, jetzt sich so ein bisschen angehört hat, also jetzt bösartig, wenn ich Geld spende, sozusagen wie die Professoren, dann kann ich mich sozusagen reinkaufen. Oder wenn ich Arbeit mache und bitte Telefonate führe, dann bin ich halt auch drin. Also von daher ist für mich ein bisschen. Also, wer entscheidet eigentlich, was nun heißt, für da mitzuwirken? Ja, das ist ja ein schönes Kriterium, das Mitwirken. Aber ich fand das eben vorher für mich klarer. Für mich war vorher klarer, dass wenn ich sozusagen zwei andere Gruppen mir bringe, die nach mir sozusagen einsteigen würden, dann habe ich sozusagen das Ticket für mich erbracht, weil ich ja sozusagen zwei Gruppen rausgefunden habe, die sich dann als nächste bewerben und die machen das genauso. Die kriegen sozusagen ihr Ticket nur, die finale Zugangsberechtigung kriegen sie nur, wenn sie auch zwei haben. Und das war für mich eigentlich eine klarere Sache als so dieser diffuse, na, ich mache morgen anonym 7 Anrufe und dann ist es damit klar, dass ich das kriegen kann oder da ist Professor spendet 2000 und dann ist meine Gruppe auch drin. Tipp nur dazu, aber wie gesagt, ich komme, glaube ich, mit beiden klar, lese es in Ruhe durch und werde mich dann bewerben. Wie gesagt, ich habe auch schon mehrere Gruppen, was heißt mehrere Gruppen, zwei Gruppen im Kopf, die ich dann halt auch ansprechen will. Und damit hoffe ich, dass ich dann meine Zugangsberechtigung als vierte Gruppe dann Utopia ist machbar, dass ich die dann halt auch mit drin kriegen kann, dann ein Ticket kriege. Aber wie gesagt, ich gucke mal in Ruhe an, die Seite und wir hören uns ja regelmäßig jeden Montag und von daher, wenn ich dann noch Fragen habe, werden wir das dann beim nächsten Mal besprechen. Und finde die Idee grundsätzlich wieder gut, dass wir da so einen öffentlichen Raum uns erkämpfen wollen, wo eben mehr über diese alternativen Projekte dargestellt wird. Und das nicht nur David Brecht macht da 22 Uhr im ZDF immer. Und der scheinbar auch keinen anderen zulässt, sondern auch wenn man nur in dem gleichen Sumpf da die Interviewgäste hat, wie Harald Welzer und ähnliche, oder er das Solo macht. Und von daher finde ich so einen bunten Blumenstrauß, wie ich öffentlich gerne sage, der auf dann so eine alternative Plattform kriegt in den öffentlichen Medien, finde ich also total toll. Gut, ja, dann wie gesagt, zu der Frau kann ich nichts zu sagen. Ich war nicht dabei bei dem Gespräch und wie gesagt, ich will es auch nicht ankacken. Es kam mir nur so, wie gesagt, meine Erfahrung ist ja, ich habe ja auch mit dem psychischen Analytiker, habe auch eine Weile, ich bin da Sozialarbeiter, mir offiziell Diplompädagoge, ja, den Titel. Habe lange in der Drogenberatungsstelle gearbeitet mit Junkies und so weiter. Und da ist eben, wie ich ja schon sagte, du kannst die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Und auch wenn ganz klar ist oder deutlich immer war, wie Leute eigentlich in ihr Verderben rennen, kannst du erst was ändern oder unterstützen oder Hilfestellung geben, dass sie rauskommen, wenn sie jetzt selber wollen und selber sehen, dass ins Verderben geht und nicht ein vorteilbringender Irrtum ist, dem sie hinterherlaufen und der ihnen wirklich Vorteile bringt, sondern sie wirklich in die Scheiße reitet. Erst dann, wenn sie das Gefühl haben, dann kannst du Angebote machen und vorher prallt alles ab. Und das ist manchmal schwer auszuhalten. Also das habe ich gerade selber auch mal erlebt, schwer auszuhalten. Aber das ist,
ja, dafür ist der Mensch des freien Willens, er hat den freien Willen, dass er sich also auch gegen für die Sturzbahn oder nach unten halt den Abflug halt sich entscheiden kann. Ja, und von daher, wie gesagt, bin ich immer mit so einem Ratschlägen und so weiter mal vorsichtig und erst dann, wenn ich gefragt werde. Ja, passt gut, bin auch fertig. Danke. Und gib weiter. Ja, so, dann kann ich ja mal kurz antworten. Ja, also zum Beispiel der Grund, warum übrigens so als Hinweis, also wir Weltrat, Next Scientists for Future und Partei des Gemeinwohls werden nicht auf den ersten Plätzen Platz nehmen, einfach nur damit bloß nicht die Idee kommt, denn wir vom Weltrat, wir hinterfragen ja fast jedes politische Konzept, das es irgendwie gibt, ja. Und dieses Hinterfragen, das ist, stößt auf so viele vorteilbringende Irrtümer. Also meine neueste Erkenntnis war ja gewesen, dass sozusagen die Parteien alle nur deswegen gewählt werden, weil sie ausreichend viele Irrtümer in sich haben. Ja, also die Partei, die Linke, die Grünen, die SPD, die haben alle viele von diesen liebgewonnenen, weil ja fälschlicherweise für Wahrheit gehaltenen Irrtümern in ihrem Parteiprogramm. Und genau deswegen werden sie gewählt. Und ich habe jetzt erst begriffen, dass der Fehler war unserer Beratung der Partei des Gemeinwohls, dass eine Partei ohne vorteilbringende Irrtümer gar nicht wählbar ist. Die 56% in der simulierten Bundestagswahl hatte ja unsere Professoren nur bekommen für eine ganz knappe Schilderung nur des Kerns der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, der GWO. Nämlich der Arzt soll belohnt werden für bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung. Der Supermarktleiter soll belohnt werden, je seltener, je weniger seiner Dauerkunden und Stammkunden krank werden und Krebs bekommen, Herzinfarkt und was auch immer und so weiter. Und diese Grundgedanken, die finden 56% spontan gut. Sobald wir aber tiefer gehen und ein gesamtes politisches Programm anbieten, dann beißen sich ganz viele Punkte mit den vorteilbringenden Irrtümern, die die Wähler lieben. Und dann werden es plötzlich nicht mehr 56%, sondern 46, 36, 26, 16 und 6% oder jetzt vielleicht 3% oder so, ja? Weil immer, wenn wir ein neues Kapitel aufschlagen, wehren sich dagegen, vielleicht nicht immer so aggressiv wie bei dieser Frau, sofort irgendwelche liebgewonnenen, vorteilbringenden Irrtümer und sagen: Oh ja, nee, das ist unmöglich. Letztens habe ich auch eine Stunde mit einer Wissenschaftlerin draußen diskutiert, bei meinen Live-Konzerten und der Öffentlichkeitsarbeit. Über eine Stunde mit der diskutiert. Und was ist passiert? Sie hat auch signalisiert, dass bei bestimmten Themen, ist sie nicht mehr, bei bestimmten Themen ist sie nicht mehr Wissenschaftler, hat sie signalisiert, sondern da ist sie dann, ja, da ist sie dann völlig unduldsam. Und ja, also plötzlich wandelt sie sich also dann bei bestimmten vorteilbringenden Irrtümern wandelt sich ihr Gehirn quasi in ein unwissenschaftliches, antiwissenschaftliches, nicht mehr offen für Falsifizierungsprozesse. Es piepst, ich mache nur noch rund. Plötzlich in ein starrsinniges, diktatorisches Gemüt. Ja?
Und genau das passiert uns auch mit der Partei des Gemeinwohls, weil wir uns dort zu vielen Themen geäußert haben. Und die Partei beraten haben, sich zu vielen Themen zu äußern und haben nicht erkannt, dass wir bei jedem dazu schreiben müssen, welcher Sparte diese Gehirnwäsche, welche Gehirnwäsche unsere Konzept kontert und so weiter. Ja, und weil dann besteht wenigstens eine gewisse Chance. Und dann nur noch, also zum Beispiel auch, warum wir drin sind, hat auch den Grund, zum Beispiel, warum die Next Scientists for Future drin sind, ist, ich habe die Arbeit übernommen, eine Stunde ausführlichst ein tolles Gespräch mit dem Bundeswahlleiter zu machen und habe damit also eine wichtige Arbeitseinheit beigetragen. Und jetzt für die normalen Gruppen bleibt halt jetzt im Moment als Arbeit eigentlich im Moment erstmal nur übrig, wirklich zwei zu finden. Und ja, das als Arbeitseinheit, obwohl jeder auch spenden kann und damit seinen Platz kriegen kann. Aber das bleibt jedem überlassen, wie er es möchte. Ich gebe gleich weiter. Ich sage dem Lucky dann gleich, nach wie viel Sekunden er wieder loslegen kann. Wo muss ich hin? So, dann Lucky in 3 Sekunden. Gut, ich persönlich finde es, wie gesagt, besser, wenn die Regelung bis 100 oder 200, je nachdem, was ihr da so als Limit sagt, oder was vielleicht der Sender auch sagt, kann ja sein, dass das Konzept toll ist und die sagen, ja, bestimmt noch mehr als 200, das ist weiter offen. Ja, Und nur ganz kurz, Luki. Also wir werden auch noch zwei, drei Gruppen beibringen, zusätzlich zu allem anderen noch. Aber okay. entscheidend ist das nicht mehr bei uns, ne? Ja, verstehe ich. Nee, aber ich finde das Kriterium, dass ich sozusagen ich mein Ticket kriege, der Teilnahme, vielleicht zwei Gruppen rekrutieren muss, finde ich eigentlich besser, als dass ich, wenn ich 1.000 € spende als Beispiel, dass ich dann diese Arbeit nicht mehr machen brauche. Also ich persönlich finde, wie gesagt, dass das ja, fairer ist und dann also auch, ja, da wo wir eigentlich auch hinwollen, von einer alternativen Gesellschaft, der Fairness und dass eben nicht eben am Einkommen gekoppelt ist oder an den finanziellen Möglichkeiten, ob ich mir sozusagen Barrieren frei schaufeln kann, eben welchen Ticket Portemonnaie habe. Da finde ich es schon besser, wenn du das für alle folgenden Gruppen, dass das also unabhängig ist. Dann kann er trotzdem weiterspenden. Ich kann er sagen, ich habe so viel Geld, aber ich finde es eigentlich akzeptabel, dass mein Ticket der Öffentlichkeitsarbeit kriege, nur wenn ich halt zwei Gruppen mache. Ich kann dann trotzdem weiter spenden, wenn ich so viel Geld habe. Also wie gesagt, aus dem Grunde finde ich das besser. Ansonsten noch zu dem anderen Punkt ist, mit diesen Sparten oder dass bestimmte Leute dann da sagen, da sind sie zu überzeugen und machen mit und bei anderen blocken sie dann. Das ist auch schon seit mehreren Jahren, was eigentlich das Verbindende ist. Das Verbindende ist eigentlich, was allen Menschen einigt und wo sie sozusagen zusagen würden oder empfänglich sind, ist wahrscheinlich der Ausdruck, empfänglich sind. Und da ist nach meiner Ansicht nach, was ich so für mich empfunden habe, ist das ganz platte glücklich sein. Alle Menschen wollen glücklich sein. Und da sagst du natürlich ja mit Recht, naja, das war für jemand anderes, unter anderem eben auch die Irrtümer, habe ich jetzt vorher vergessen, nach dem Motto, wenn ich Geld, Geld, Geld habe, bin ich dann am glücklicher, je mehr ich habe, desto mehr. Von daher ist das schon immer die Frage, was heißt das eigentlich konkret, Glück? Also von daher ist es ein bisschen schwammig. Aber ich habe bisher so zwei Kriterien erlebt, wo ich die meisten Leute gefragt habe, wo eigentlich alle zustimmen. Und das ist, wenn du eine Tätigkeit machen würdest, die dir frei aussuchen könntest, die dir frei aussuchen könntest, sowohl nach Art der Beschäftigung oder nach Art der Tätigkeit und nach Zeit der Tätigkeit, ob es dann glücklicher wäre als vorher, wenn du die sozusagen frei auswählen kannst. Und wenn du deine Grundbedürfnisse, wenn du keine Angst haben müsstest über deine Miete, den Kredit und so weiter, den Kita-Platz für dein Kind oder euer Kind,
Auch keine Angst mehr, dass du Betriebskosten irgendwann nicht mehr zahlen kannst oder die Wohnung zu groß ist, weil du nicht mehr halten kannst. Wenn diese Grundbedürfnisse, wenn du da keine Angst mehr haben könntest, dass du irgendwann mal, auch gerade wenn du alt wirst und so weiter, Krankheit, die dann irgendwie dann die Brille nicht mehr zahlen kannst, die Brille nicht stellen und die Gehhilfe und so weiter. Wenn du das alles nicht hättest, dass Grundbedürfnisse erfüllt wären, ob du dann glücklicher wärst als jetzt. Bei den beiden Fragen habe ich eigentlich noch nie jemanden getroffen, außer einige hier Freiberufler und Tralala, die sich da verwirklicht haben. Die sagen, das habe ich ja jetzt schon. Ja, mit der Tätigkeit, ich mache genau nur das, was ich will. Aber grundsätzlich, wenn ich das nicht hätte, würde ich dir auch zustimmen. Aber ansonsten wäre mir das schon erledigt. Aber ansonsten habe ich noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, nee, dann wäre ich nicht glücklicher. Und das ist für mich eben deswegen ja mein Modell, eben dieser Arbeitszeitberechnung, des Abschaffung des Geldes, weil das eben da andockt, weil das genau da andockt, dass du bei heute in Digitalisierung, dass du eigentlich, ja, ich mache noch kurz rund den Satz, habe ich gehört, piepen, dass du bei der heutigen Digitalisierung eben die Möglichkeit hättest, das zu verteilen, dass die Tätigkeiten, die Leute nur noch das machen bräuchten, wozu sie Lust haben, und dann die Bedürfnisse gedeckt werden könnten, denn die Grundbedürfnisse zumindest gedeckt werden könnten, und du nur eine Diskussion über Grundbedürfnisse hast, aber grundsätzlich die Ängste der Grundbedürfnisse, die dann befriedigt werden könnten bei der heutigen Digitalisierung und Möglichkeiten der Entwicklung des der Produktivkräfte, wie Marx so gesagt hat, dass es heute möglich wäre, für 8 oder 10 Milliarden zu schaffen, Menschen, die auf diesem Planeten sind. Punkt und geht weiter. Ja, da bin ich wieder. Und wieder zurück zum Bild. Ja, ich denke, Luki, du siehst die Schaubilder auch, ne? Ja, Und Schaubilder sehe ich. ja. Und da ist eben der Punkt hier. Ich mache jetzt mal nur das Beispiel, damit es nicht deine eigene Sparte ist, denn du stammst ja aus den Sozialsparten und da ist man dann immer persönlich betroffen und die vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte verteidigt man immer mit größerer Vehemenz als die vorteilbringenden Irrtümer, wo man Opfer einer Manipulation geworden ist und nicht gleichzeitig auch Gewinner oder Vorteilnehmer ist sozusagen. Und die innere Sparte, ich zeig das mal hier mit der Maus. Da haben wir hier zum Beispiel die Richter, Polizei, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, Gefängniswärter müsste da noch stehen und so weiter. Ja? Und das ist jetzt so, das sind völlig nicht bewusste Abläufe. Niemand jemals bei der Polizei hat sich gedacht, wir entwickeln jetzt ein paar Irrtümer. Die führen dazu, dass die Straftäter sich so richtig wohlfühlen und quasi schon fast aufgerufen fühlen, weiterzumachen mit ihrem Straftäterdasein. So nach dem Motto, Kriminalität rechnet sich und ist erfolgreich. Solch einen bewussten Gedanken hat nie wahrscheinlich jemand auf der Erde jemals gehabt. Sondern es kommt ein Irrtum zustande. Und man hält diesen Irrtum für eine Wahrheit. Und rein zufällig ist dann die Folge dieses Irrtums, dass die Straftäter leichteres Spiel haben und es dann mehr davon gibt. Und dann wird derjenige, der den Irrtum entwickelt hat, vielleicht rein zufällig befördert und macht Karriere. Gerade weil er diesen Irrtum hat. Also ich zeige nochmal dieses Bild hier. Also nochmal, die Sparten innere Sicherheit entwickeln rein durch Zufall vor Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden, egal wie lange es diese Sparte schon gibt. Die Gesundheitssparte gibt es zum Beispiel schon vermutlich 170.000 Jahre. Und dann bildet sich ein Irrtum heraus, der wird nach außen hin abgegeben, hier als VI, als vorteilbringender Irrtum. Und oft wird er gleichzeitig noch mit Geld gepusht, wie bei den Konzernen, zum Beispiel der vorteilbringende Irrtum,
diese ganze Chemie-Cocktails, die man im Supermarkt kaufen kann mit zu viel Zucker und so weiter, das sei alles gesund und alles gu gute Nahrung und gesund. In Wirklichkeit ist es ein Krankheitstreiber und verwandelt die ganze Welt in ein einziges Krankenhaus. Aber wenn dieses Geld kombiniert mit den vorteilbringenden Irrtümern, und bei den Sparten ist es meistens kein direktes Geld, da ist es einfach nur die Menge der Leute, die die gleichen Irrtümer wiederholen. Und das führt dann zu einer Gehirnwäsche in den Köpfen der Politiker, der Parteien, der Spielfilmemacher, der Journalisten und in den Universitäten. Und überall finden wir plötzlich diesen vorteilbringenden Irrtum, der dann dazu führt, dass in der Gesellschaft man es allgemein für richtig hält, völlig falsch mit Kriminalität umzugehen. Dadurch wächst die Kriminalität. Wir Bürger leiden, werden immer häufiger Opfer von Straftaten. Aber die Sparten innere Sicherheit machen Karriere, werden Vorgesetzte, denn mach dir noch mal klar, stell dir vor, es gäbe keine Kriminalität mehr. Dann könnte ein Polizist niemals Vorgesetzter von 10 neuen Mitarbeitern werden, weil die Polizei würde dann schrumpfen und die Karrierechancen, es piepst, ich mache nur noch rund, würden ständig sinken. Und jetzt bin ich darauf eingegangen, auf ein Beispiel, das dir fernliegt, die innere Sicherheit. Und jetzt in der nächsten Runde werde ich dann darauf eingehen, versuchen anzusprechen, die vorteilbringenden Irrtümer, die aus meiner Sicht auch dein politisches Konzept mit beeinflusst haben könnten. So, jetzt muss ich erstmal dir wieder dein Mikrofon einrichten. Lucky, Lucky, Lucky. Erstmal groß machen. Falls du mit Bild mal rein willst, kannst du auch ge gehen für die Aufzeichnungszuschauer. So. Und jetzt wieder in 3 Sekunden kannst du loslegen. Ja, schön, dass du die innere Sicherheit angesprochen hast. Der Versprecher war eben, weil ich dir in meinem Buch Utopia ist machbar auch beschrieben habe, dass wenn du dir heute die Kriminalität anguckst, die es so gibt, was ist denn da eigentlich Kriminalität? Ist nicht 80% oder 70% aller kriminellen, sogenannten kriminellen Handlungen, drehen die sich nicht um Eigentumssachen? Computerkriminalität, Raub, Totschlag und so weiter. Ist doch fast alles, bis auf ein paar Aufenthaltssachengeschichten und Emo-Geschichten, ja, wo dann auch wieder um Eigentum einer Frau geht als Beispiel oder Fremdgehen und so weiter, die Eifersuchtstaten. Sonst fast alles ist doch immer bezogen auf Eigentumssachen. Das heißt, dass Leute sich sozusagen bereichern wollen. Bereichern wollen, das heißt also Geld haben wollen. Geld haben wollen, statt ihr ganzes Leben lang 8 Stunden irgendwie an der Kasse zu stehen oder sonst was, einfach die Bank dann versuchen halt zu überfallen, um ein besseres Leben zu haben, einfacher mehr Freizeit zu haben und am Strand zu liegen, jahrelang, ohne halt Arbeit zu brauchen oder zu können. Und deswegen gibt es halt diese ganzen sogenannten Kriminellen oder Kriminalitätsgeschichten, weil es eben um Eigentum geht. Und Eigentum ist mal wieder eine Sache, die an Geld gekoppelt ist. Und wenn wir Geld abschaffen würden, denke ich, hätten wir etwa wegen 60, 70% der Kriminalität würde wegfallen. Es würde wegfallen, weil warum soll ich dir was klauen, was ich sowieso kriegen kann? Und Und sicherlich immer schwieriger ist, sozusagen Leute einen Gebrauchsgegenstand wegzunehmen als die Brieftasche, wo der ganze Bargeld drin ist. Und deswegen glaube ich, dass für mich also ein friedfertig untereinander, miteinander, untereinander sein würde. Wenn diese Gier, die ja eben in erster Linie immer durch das Geld geprägt ist, wenn die halt wegfallen würde. Und damit sind wir wieder bei dem, ja, bei meinem Grundding, der Abschaffung des Geldes und Umrechnung einfach, dass sich alle Menschen an dem Gemeinwohl beteiligen sollen und das nicht mehr
Arbeitstätigkeiten sozusagen nach Geld bewertet werden, nach Geld bewertet werden und dadurch natürlich schon eine entsprechende Hierarchie und Spaltung hast der Gesellschaft, bist du was, hast du was. Und je mehr du hast, desto besser bist du. Und wenn du kein Geld hast, bist du halt der Loser und der von oben angekickt wird und sich nur noch Scheiße fühlen kann. Und dann natürlich, auch, wenn ich sowieso der Arsch bin der Gesellschaft, dann habe ich auch keine moralischen Skrupel mehr und hau dir halt auf den Kopf ruf, um dann an den Portemonnaie zu kommen oder sonst was zu machen. Ja, jetzt zu dem Thema in der Sicherheit. Und gebe weiter, auch wenn es noch nicht gepiept hat. Ja, dann mache ich jetzt erstmal wieder mein Bild her und will ja dieses Bild dann gleich zeigen. Ja, dieses Bild wollte ich zeigen. Ja, also, dann lege ich mal los. Ja, Luki, ich denke, dass für mir reicht ein einziges Beispiel, um zu zeigen, dass es sich nur um Egoismustaten handelt, die alle. Die Vergewaltigung zeigt zum Beispiel, dass es da geht es überhaupt nicht um Geld, überhaupt nicht, sondern es geht um das biologische, naturwissenschaftlich festgestellte oberste Prinzip jedes Egoismus in der Natur, jedes gesunden Egoismus, besonders der besonders hoch ausgeprägt ist bei den Säugetieren. Nämlich sozusagen die Tendenz, die eigene DNS weiterzugeben. Der Mensch selbst, der Vergewaltiger, erlebt nur, ich habe den Wunsch, sexuell lustvolle Gefühle zu erleben bei der Vergewaltigung, aber biologisch sind diese Lustgefühle quasi eine Strategie der Evolution zur Weitergabe der DNS in die Eizelle dieser Frau und sie theoretisch zu befruchten, auch wenn heute jede vergewaltigte Frau wahrscheinlich abtreiben wird, die meisten jedenfalls abtreiben werden, ist aber das Prinzip dahinter, der Egoismus hat immer das Ziel, möglichst viel der eigenen Gene in die nächsten Generationen hineinschießen zu können und alles, was mit Geld und mit sonst wie zu tun hat, das hat eben auch nur mit diesem Egoismus zu tun, dass man ja tatsächlich im Kapitalismus bedauerlicherweise mit Geld bewirken kann, dass man seinen Kindern eine aufwendigere Ausbildung finanzieren kann und so weiter. Und damit also dann auch wieder die eigenen Gene sozusagen stärker fördern kann, eine gute Zukunft in der Zukunft haben zu können, sozusagen. Und dieser Egoismus, und ich habe das ja so verstanden auch, dass eben, ja, wir sehen, hier haben wir bei den Wandelgesprächen sehr viele Leute, die sagen, nein, der Mensch ist nicht unbedingt von Natur aus egoistisch. Aber wir sehen überall in der Natur, gerade bei uns hochentwickelnden Säugetieren, wir sehen also die mildeste Form des Egoismus, die fast unsichtbare Form des Egoismus sehen wir bei den Bonobos. Da sehen wir einen überwiegenden Pazifismus. Die Männer schenken alles den Frauen und Kindern, aber es ist eben kein ganz selbstloses Schenken, sondern es ist ein Egoismus dahinter. Durch meine Geschenke an die Frauen und Kinder erwirtschafte ich mir die Anerkennung und die Liebesgefühle der Frauen, die dazu führen, dass deren Körper mir einen Vorsprung bei dem Rennen zu den Eizellen gewähren werden,
sozusagen, so dass ich mit größerer Wahrscheinlichkeit der Vater als größter Schenker der Gruppe, der mit größter Wahrscheinlichkeit der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe werde und damit ja meine DNS wieder erfolgreich in die Zukunft geschossen hätte. Also bei den Bonobos sieht es fast unegoistisch aus und trotzdem ist es Egoismus. Auch hinter dem Schenken steckt ein gesunder Egoismus. Und da sagen wir Naturwissenschaftler, ja, das ist leider unausrottbar. Und bei den Bonobos sieht man den Egoismus auch nochmal. Die Mütter haben offensichtlich das Recht, nicht nur Frühabtreibungen durchzuführen, es piepst, ich mache nur noch rund, sondern auch das Recht, was in der Natur jede Frau hat, nämlich nach der Geburt eine Spätabtreibung durchzuführen. Und die Bonobos haben sogar das Recht, eine super späte Abtreibung, sogar junger erwachsener Söhne dürfen die Mütter zusammen mit anderen Frauen abtreiben und töten, wenn diese gefährlich geworden sind für die Gruppe oder die Kinder angreifen, die andere Frauen angreifen und so weiter. Und das heißt also, so ganz unfriedlich ist das da auch, also so ganz pazifistisch ist das auch nicht immer. In Extremsituationen gibt es also sogar Tötung, auch bei den Bonobos. Und deswegen, ich muss ja jetzt weitergeben, ist es eben so, dass eben die Vorstellung einer unegoistischen Gesellschaftsform uns natürlich erst einmal als Naturwissenschaftler an den Begriff vorteilbringende Irrtümer erinnern lässt. Aber dazu kann ich dann erst nächste Runde mehr sagen und auch zu diesem Bild. Aber ich muss gebe jetzt erstmal wieder weiter an den Lucky. Wo ist er? So, Lucky, 3 Sekunden. Ja, ist natürlich richtig, wie du angefangen hast, dass eine Verwaltung mit Geld nichts zu tun hat. Aber ich hatte ja auch gesagt, etwa 60, 70% aller sogenannten Straftaten, also wenn du die Gefängnisse anguckst, Gefängnisinsassen und so weiter, denke ich mal, auch wir haben als Drogenberater auch viel Knastarbeit gemacht, ist, dass wir sitzt wegen Eigentumsdelikten. Also Eigentumsdelikten, was im Bereich schon geht. Und die anderen 30% sind eben diese, was ich gesagt habe, diese Emo-Taten. Emo-Taten, die, wie du eben ausgeführt hast, eben dann mit Geschlechtstrieb ist oder Generhaltung oder ich würde immer mehr, ich merke gerade bei diesen Eifersuchtsgeschichten sozusagen. Ich bringe einen Nebenbuhler um oder bringe eine Frau um, weil die fremdgegangen ist oder sonst was. Das meine ich mit Emo-Taten. Und die sind ein Stück weit natürlich unabhängig von diesem Geld- und Wirtschaftssystem, was wir hier haben. Ich sage ein Stück weit, weil da bist du ja sicherlich sehr konform auch mit, wenn wir mehr polymorph leben würden als Beispiel und dieses Besitz-Ding nicht mehr haben würden, was das nicht nur auf materielle Werte ist, also hier wie Prestigegegenstände, wie Cartier-Uhr oder schnelles Auto und sonst was alles, sondern die sich ja auch auf meine Frau, ja, und ich muss die schönste Frau haben und so weiter, sich darauf beziehen, dann ist natürlich, dass das auch was mit der Psyche macht. Wenn ich davon loskommen würde und mich als von mehreren geliebt fühlen würde, dann würde ich das nicht als Bedrohung erleben, sozusagen, wenn meine Frau mit einem anderen ins Bett steigt oder sich in einen anderen verliebt. Als Beispiel, wenn ich selber polymorph leben würde und dieses Besitzding nicht so verinnerlichen würde. Und das würde sich natürlich mit der Reformierung des Kapitalismus, würde sich das langfristig auch ändern, glaube ich, dass mehr Leute auch polymorph leben würden und das für sich auch erleben würden, dass ich was wert bin, auch wenn mein Liebespartner mit jemand anderem ins Bett geht, weil der davon unabhängig ist und ich trotzdem eine Einzigartigkeit zeigen kann und fühlen kann. Und von daher würde, glaube ich auch, dass diese Emo-Taten auch gerade mit Verwaltung und sonst was, dass die dann halt also auch wegfallen würden. Und von daher ist ein Stück weit für mich auch bedingt mit dem Kapitalismus. Und zum Ding Ego, was du da ausgeführt hast, also wie gesagt, das mit den Spermen und weitererhalten, das halte ich ein bisschen daher geholt. Und das war sicherlich im Sinne von Art Überleben,
Also wo der einzelne Stamm wirklich noch in schon 100.000 Jahren oder 60.000 Jahren überleben musste. Da war es noch wichtig, den Fortbestand zu sichern. Und da ist es mit dem Rumspritzen und was du gesagt hast, damit meine Gene weitergeben, glaube ich, dass das im Instinkt oder so drinne war, als Lebenserhaltungstrieb und was du bei Tieren ja auch immer noch hast. Aber ich denke, da hat sich ja der Mensch ein Stück weit entwickelt, dass das bei heute ist ja nicht mehr ein Problem, dass eine Art ausstirbt. Zumindest nicht, weil ich nicht hin und nachkommen Zeuge, sondern eher wegen anderer Sachen. Und deswegen ist das für mich ein bisschen weit hergeholt. Aber die Frage, die ich viel spannender finde, ist natürlich mit dem Egoismus. Da hast du natürlich recht. Also auch wenn ich kooperativ bin und wenn ich anderen ein Geschenk mache, ist das natürlich auch immer eine Form von Egoismus, weil ich mich dann besser fühle. Wenn ich jemandem ein Geschenk mache, mache ich das ja, weil ich mich dann besser fühle. Ganz einfach. Und von daher ist es letztendlich, oder politische Arbeit, sich für andere einsetzen. Ja, wenn ich für die Ukraine spende oder irgendwas dahin fahre und so, ist es ja auch immer, ist es ja immer mit einer persönlichen, ja, mit einem persönlichen Vorteil, weil für mein Ego, ich fühle mich besser. Ich fühle mich besser, sozusagen, wenn ich altruistisch sein kann, dann fühle ich mich besser. Und von daher ist es eine Form immer auch von Egoismus dabei. Das ist eigentlich immer, auch wenn ich eine altruistische Tat tue. Also das ist für mich relativ klar. Ich warte mal eben, dass noch zu Ende hat, das Piepen gehört. Und deswegen finde ich, ist auch meine kooperative Ökonomie und Verhaltensweise, weil die Commons so ja, versuchen, ist für mich natürlich auch immer ein Egoismus dahinter, aber der ist für die Allgemeinheit besser als dieser, der die Gemeinschaft ausschließt und wirklich ein nur auf Ego ist. Punkt. Vielleicht sage ich nachher dazu noch mehr. Und gebe weiter an drin wieder. Ja, Luki, nur ganz kurz der technische Hinweis. Wenn du musst, nachdem du dein Mikro freischaltest, immer 2, 3 Sekunden, 2 Sekunden vielleicht warten, weil deine letzten Anfänge waren immer abgeschnitten, weil offensichtlich, dass dein Mikro langsamer reagierst. Du fängst immer schon wahrscheinlich gleichzeitig an zu reden mit dem Klicken und dann ist das Mikro aber noch nicht offen. Da fehlen mir dann immer zum Verständnis auch der Anfang des Satzes hat mir jetzt schon zweimal dann gefehlt. Also immer ein bisschen warten nach dem Anklicken des Mikros. Ne? Ja, dann lege ich mal los. Also, Eifersucht. Ja, zum Beispiel rein biologisch gibt es gar keinen Grund für die Eifersucht. Denn wir hätten heute ja mit dem Vaterschaftstest die Möglichkeit, dass der Mann sagen könnte, ja, liebe Frau, wenn du dann von einem anderen Mann ein Kind bekommst, dann soll der auch dieses Kind ernähren. Ne? Und ich ernähre die Kinder, die so von mir sind. Das können wir durch einen Vaterschaftstest feststellen. Aber entscheidend ist, dass die Frühhändler hier, die Händler auf dem Bild hier, Frühhändler 1, Frühhändler 2, das ist der Wahrheitsorientierte, das ist der, der sich irrt nach dem Naturgesetz von errare humanum est, also Mutation, mimetische Mutation, also ein Irrtum entwickelt und der sagt, ja, ein Mann darf sich nicht gefallen lassen, dass eine Frau auch mit anderen Sex hat. Das darf er sich nicht gefallen lassen. Da darf er sich keine Hörner aufsetzen lassen. Da muss er aggressiv sich verhalten und sich dagegen wehren und seine Ehre bewahren und so weiter. Und so wurden dann, und der hat das wirklich geglaubt. Dadurch wurden aber die Männer aufgehetzt und insgesamt wurde durch die Eifersucht die Sexualität eingedämmt und runtergefahren und seltener. Und dadurch wurden die Menschen erlitten einen Endorphinmangel und kauften häufiger Produkte des Frühhändlers im Sinne einer Ersatzbefriedigung, also Esssucht, Alkoholsucht, Tabaksucht, und so weiter, Konsumsucht, Kaufsucht, Esssucht. Und so weiter. Und er konnte dann sehr viele leibliche Nachfahren ernähren und viele Schüler, Studenten, also Azubis, Auszubildende, Lehrlinge hieß es früher. Und dann wurden sogar sein Fach irgendwann an der Universität gelehrt. Und dann hat er lauter geistige Schüler, die natürlich tendenziell auch all die vorteilbringenden Irrtümer übernommen haben,
die er für Wahrheiten hielt, die aber in Wirklichkeit die Menschen einfach nur ärmer gemacht haben über die Eifersucht, ärmer an sexuellen Erlebnissen gemacht haben, sodass also, wenn der Kapitalismus verschwindet, dann auch wahrscheinlich die Eifersucht verschwindet, denn die Bonobos haben null Eifersucht, 0,0000 Eifersucht. Und für mich sind ja die Menschen Savannenbonobos, ne? Die nur durch den Kapitalismus und die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten zerstört wurden. Ne? Und ja, vielleicht noch zum Schluss ein Beispiel. Ich schaffe es mir immer wieder nicht, dahin zu kommen. Ja, dass eben die Idee, dass Menschen also völlig eine ganz ohne Leistung, ich habe ja eben geschildert, die Bonobos, die messen die Frauen die Leistung der Männer. Also die Bonobo-Frauen haben in sich quasi ein Leistungsmessgerät, mit dem sie die Leistung, und zwar die Schenkleistung der Männer, messen. Und danach reagieren ihre innerkörperlichen Mechanismen so, dass sie demjenigen, den Männern, die größten Geschenke machen, eine größere Chance gewähren und einen Vorsprung auf dem Weg zu den Eizellen gewähren. Wie das genau aussieht, ist mittlerweile erforscht. Da gibt es sogar Filme davon und Bilder davon, wie diese innerkörperlichen Mechanismen laufen. Es piepst und ich mache nur noch rund. Das heißt also, dass sogar die schenkensorientiertesten, pazifistischsten, sanftesten Lebewesen unter allen Säugetieren, sogar die beinhalten eine Leistungsmessung. Und von daher erscheint mir wieder die Idee einer leistungsfreien Gesellschaft ohne jegliche Leistung, Wettbewerb und Konkurrenz, erscheint mir wieder als möglicher Kandidat für einen eventuellen vorteilbringenden Irrtum. Aber das kann dann wieder in der nächsten Runde, wenn ich mal wieder dazu komme. Ich gebe weiter, Sekunde, es dauert wieder ein paar Sekunden. Luki, du kannst jetzt schon dein Mikro einschalten, damit es dann nicht zu spät kommt. So, in 3 Sekunden bitte loslegen. Ja, deiner ersten Ausführung kann ich ja voll folgen mit der Eifersucht, dass die ein Stück weit eben hier kapitalistisch geprägt ist und dass die der Kapitalismus braucht, damit wir eben kaufen und eben Ersatzbefriedigung haben oder vorteilbringende Irrtümer. Und da stimme ich dir also voll zu. Und dass da denke ich, sicherlich auch, dass sich unser Sexualverhalten und unser insgesamt unser Hormon- und Emotionshaushalt sich zum Positiven ändern würde. Also dass es weniger begrenzt ist in dem Sinne, wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Ist ja nicht ganz neu, das hat ja, glaube ich, schon auch Reich dargestellt. Also inwieweit Kapitalismus und Sexualitätsreduzierung, Begrenzung und so weiter zusammenhören. Dem kann ich ganz folgen. Ansonsten mit den Bonobos, ich denke, wir sind halt noch eine Stufe weiterentwickelt als die Bonobos eigentlich. Und deswegen glaube ich, dass, wie gesagt, weil es nicht um Fortpflanzung und Eizellen mehr geht, glaube ich nach wie vor, sondern eben um Lust erleben. Und da glaube ich, dass ja, also auch glücklicher wären, wenn wir nicht unter Leistungsdruck stehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, das kennst du ja auch selber bei der Sexualität, jedenfalls, zumindest auch aus männlicher Sicht, je mehr ich unter Leistungsdruck stehe, desto weniger passiert. Also auch im realen Bezug auf Sexualität. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass also eine Leistungs,
abbauende, nee, das ist das falsche Wort, eine leistungsfreie, so eine leistungsfreie Gesellschaft, das mich so glücklicher machen würde, glaube ich. Ja, ja ich habe noch ein bisschen Zeit, merke ich, piept man nicht, weil ich sehe doch immer wieder an Kleinkindern, dass sie einfach Spaß haben. Die haben Spaß, Sachen zu machen. Und da ist gerade noch, je kleiner sie sind, desto mehr haben sie Lust, das zu entwickeln. Und sicherlich ist dann, wenn sozusagen jemand anders was zeigt und das kann, weil es versucht nachzuahmen, müssen das auch so können. Aber die sind besser und von oben nach unten, glaube ich, dass das nicht ist, sondern der Antrieb ist, meine Fähigkeiten, Möglichkeiten möglichst weit zu entwickeln, da mich vorwärts zu bringen. Das ist der innere Antrieb. Und der, denke ich, ist auch gut so. Und den musst du aber nicht durch irgendwelche Anreize machen. Das ist immer so ein Streitpunkt zwischen uns beiden, aber es auch eine Anreizkultur geben muss, weil ansonsten wird sich ja der Mensch nicht weiterentwickeln und hat keine Lust, sich sozusagen noch statt drei Körbe einer Stunde zu lernen, fünf Körbe zu lernen oder irgendwas, oder dies oder jenes noch zu entwickeln. Wer wird dann eine Erfindung machen und noch mit einem Computer noch versuchen zu verfeinern, wenn es diesen Anreiz nicht gibt? Und ich glaube, es gibt den, wie heißt es, intrinsischen Anreiz, dass jeder Mensch irgendwie, wenn es sein Gebiet ist, hat er auch Lust, möglichst da weiter zu performen oder verbessern, braucht da nicht diesen, den wir heute noch haben, diesen Anreiz mit Geld, 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 und ansonsten mache ich nichts, sondern wie gesagt, ich sehe an kleinen Kindern, dass die immer ohne Geld, ohne alle Lust haben, noch auszuprobieren und weiterzukommen und eine Sache zu schaffen, die sie vorher nicht konnten. So, und damit passt er wieder, gebe ich weiter. Ja, also bei mir, hoffentlich habe ich jetzt das Mikro. Ich muss noch mal schnell zurück. Habe ich jetzt das Mikro angemacht? Ja, es müsste laufen. Ja, also bei mir ist es eindeutig so, dass ich nicht so hart noch in der Wissenschaft arbeiten würde, wenn ich nicht schenken wollte. Ich will die Welt beschenken, zusammen mit den Professoren, mit einer glücklichen Gesellschafts- und Weltform. Also ich will quasi denen eine verbesserte Welt schenken und spekuliere dann darauf, dass es sehr viele Frauen gibt, die dann sehr großes Interesse daran haben werden, mit mir Sex zu haben. Und wenn ich diesen Anreiz nicht hätte, würde ich jedenfalls deutlich weniger getan haben in meinem Leben und ich wäre nicht so quasi aufgestiegen, sozusagen vom Studenten mit Durchschnittsnote 1,1 über den 30 Professoren geschrieben haben, Ausnahmetalent der Wissenschaft. Und wäre dann nicht sozusagen zu dem aufgestiegen, was eben mein Ziel war, zur absoluten Spitze der wissenschaftlichen Denker dieser Erde zu gehören. Das habe ich gemacht im Hinblick auf den Anreiz, bei den Frauen noch viel beliebter zu werden, als ich war. Ich war sehr beliebt bei den Frauen. Allerdings ist es in den letzten Jahren sehr viel ruhiger geworden. Aber genau genommen habe ich trotzdem immer einen großen Mangel empfunden, weil ich ja vom Leben eines Bonobomannes unendlich weit entfernt war, auch wenn ich noch so viele Freundinnen und Verlobte hatte und so weiter. Ja, also von daher sozusagen ist das also ich ohne Anreize hätte vielleicht nur die halbe Leistung gebracht, ne? Und das heißt also auch, und dann vielleicht noch für Lucky, für dich ein wichtiger Hinweis, wir in der Naturwissenschaft sagen, dass die Umkonstruktion eines Lebewesens circa 200.000 Jahre dauern würde. Das heißt, wir haben aber diese modernere Form der Zivilisation allerlängstens 10.000 Jahre, da fehlen also jetzt noch 190.000 Jahre.
um aus uns quasi, aus einem wahrscheinlich noch Egoismus- und Leistungs- und Wettbewerbs- und konkurrenzorientierten Säugetier einen neuen zivilisatorischen Typ zu machen. Ja, das und außerdem, das ist also unwahrscheinlich, dass diese Umkonstruktion überhaupt schon gelingen könnte. Denn solch eine Umkonstruktion würde mehrere Mutationen erfordern und sowas dauert dann eben erfahrungsgemäß ungefähr 200.000 Jahre. Und die andere Geschichte ist, dass auch der Gedanke, dass wir da irgendwie weiter seien als die Tiere, dass sozusagen ja letztendlich ja, letztendlich gibt es dafür keinerlei Hinweis, denn auch bei uns läuft die Evolution. Ich blende mal das Bild ein. Also auch bei uns läuft nach wie vor die Evolution so ständig ab. Wer im Moment viele Kinder hinterlässt, der ist vielfach vorhanden und nimmt viel Platz auf dieser Erde ein. Und wer keine Kinder hinterlässt, der ist ausgestorben. Ja? Also das heißt, da an diesem die Arterhaltung hat es übrigens aus biologischer Sicht niemals gegeben. Das war immer ein Irrtum. Es ging nie um Arterhaltung. Jedes einzelne Individuum versucht, seine Sorte zu erhalten. Dass er zu einer Art gehört und was aus dieser Art wird, war jedem Lebewesen immer völlig egal und war völlig uninteressant, ja? Sondern es ging immer nur darum, dass eine einzelne Leopardin versucht, im Wettbewerb zu allen anderen Leopardinnen mehr Beute zu fangen als diese, dadurch mehr Kinder zu hinterlassen und dadurch die andere Leopardin auszukonkurrieren. Und eine Rücksicht auf die Art gab es nie in der Natur. Die Art ist eine irre, es hat gepiepst, ich mache nur noch kurz rund. Die Art war einer der größten Fehlgedanken. Es gab mal solche Gedanken, zugegebenermaßen, aber die wurden schon vor Jahrzehnten als die größten Irrtümer der Biologie erkannt. Lebewesen ging es nie um ihre Art, sondern um sich selber und ihre eigene DNS und ihre eigenen Kinder und den eigenen egoistischen Konkurrenz- und Wettbewerbs- und Leistungstendenz für sich selber und für ihre eigenen Gene in die Zukunft. So, und jetzt suche ich wieder die entsprechende Seite, um weiterzugeben. Okay. So, in 3 Sekunden, denk dran, dein Mikro jetzt schon anzustellen. Und jetzt geht's in 3 Sekunden, kannst du loslegen. Ja, also ich sehe nicht so, wie du in den letzten Sätzen gesagt hast. Also du, dass es nicht um die Art geht, da kann ich nachvollziehen, sondern dass es immer nur um den eigenen Egoismus geht, da stimme ich dir irgendwie auch zu. Wo ich aber nicht zustimme, ist, dass es um die Gene geht, dass ich möglichst meine Gene weitergeben will. Sondern ich habe es in einem anderen Buch mal geschrieben, mit dass es hört sich das ein bisschen esoterisch an, aber um so eine Unsterblichkeit geht, um so eine Unsterblichkeit oder Weiterleben geht oder eine dass du irgendwie eine Spur in der Geschichte bist, irgendwie eher eine Form von Abdruck hinterlässt, in der Menschheitsgeschichte einen Abdruck hinterlässt. Und du kannst du A durch Kinder machen, das ist richtig. Das kannst du durch Kinder machen, was in der Vergangenheit sicherlich auch immer gemacht worden ist, was aber heutzutage, denke ich, halt anders gemacht werden kann. Ich denke zum Beispiel, dass Mozart oder auch Hitler oder sonst was oder Mick Jagger oder was, dass die sich mehr verwirklicht haben, verewigt. So, jetzt habe ich den Begriff, was ich geschrieben habe im Buch, verewigen, genau, verewigen. Dass wir so einen Hang haben, uns zu verewigen, um ein Stück weit auch gegen diesen Tod anzukämpfen und gegen diese Sterblichkeit, dass ich sozusagen mich verewigen will. Genau. Und das kann ich entweder in meinen Kindern machen oder eben in den Werken. In den Werken die Geschichte schreiben. Zum Beispiel, nicht Musikgeschichte oder Roman oder irgendwas oder
Theater oder was ich gerade gesagt habe, ja, Beethoven oder die sind schon über hunderte Jahre tot und trotzdem spricht noch von jeder, fast jede von ihnen, weil die sich eben verewigt haben, und unsterblich gemacht haben durch ihre Werke, die sie gemacht haben. Und deswegen glaube ich, dass das eher so dieses Egoistische ist, wogegen diese Sterblichkeit sozusagen ankämpfen will. Entschuldigung. Mal kurz aus hier. Ankämpfen will und dass ich das heute nicht mehr durch die Gene und Kinder machen muss. Von daher entscheiden sich aus diesem Grunde auch viele Leute eben für die Karriere. Ja, für die Karriere. Und Bill Gates, glaube ich, ist eben bekannter oder berühmter für das, was er gemacht hat, als ich weiß nicht, ob er überhaupt Kinder hat. Ja, und wenn, glaube ich, dass er eher eine größere Unsterblichkeit erreicht hat, sich sozusagen in die Geschichte eingeschrieben hat, durch das, was er gemacht hat, aber nicht durch, dass er da irgendwo mal ein paar Kinder erzeugt hat, als Beispiel. Ja. So, ich gebe weiter. Ja, da bin ich wieder. Ja, also erste Bemerkung. Kein Lebewesen weiß von Genen. Gene sind also für Lebewesen völlig uninteressant. Sogar wir Menschen wussten ja bis vor 50 Jahren, also die gesamten letzten 13,8 Millionen Jahre der menschheitsähnlichen Entwicklung, wusste kein Mensch irgendwas von Genen. Also niemand wollte jemals seine Gene weitergeben. Die Lebewesen, zumindest alle etwas höher entwickelten, wollen niemals ihre Gene weitergeben. Sie wollen einfach nur Sexspaß haben. Aber die automatische Folge des Sexspaßes ist die erhöhte Chance, die Gene weiterzugeben. Das heißt also, Lebewesen suchen Sexspaß. Und ich würde auch sagen, die Idee ist, dass sich Verewigens, das ist jetzt eine moderne Idee, die man im Kapitalismus haben kann und so weiter, ja. Aber eigentlich auch Mick Jagger hat in erster Linie Sexspaß mit den Frauen angestrebt, ne? Und hat dabei sicherlich auch ab und zu mal aus Versehen dann seine Gene weitergegeben, obwohl er das wahrscheinlich niemals direkt wollte, ne? Ja, und jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Punkt, dass ich so sage, vorteilbringende Irrtümer. Also das heißt, ich habe jetzt einige der Argumente genannt, warum es mir schwerfällt zu glauben, dass eine völlig leistungsfreie, wettbewerbsfreie, konkurrenzfreie, anreizfreie Gesellschaft möglich ist. Und dann, wenn ich daran Zweifel habe, muss ich ja vorher dann erst wieder begründen, ja, wer könnte denn davon profitieren, falls es sich also tatsächlich um einen Irrtum handelt. Es kann auch natürlich einfach so ein Irrtum sein, aber wahrscheinlich Irrtümer, die häufiger verbreitet sind, sind fast immer vorteilbringende Irrtümer erfahrungsgemäß. Und jetzt kann ich eben nur sagen, wenn es sich tatsächlich dabei um einen Irrtum handeln sollte, welche Folge könnte dieser Irrtum denn haben? Naja, wir haben ein Musterbeispiel. Wir haben die DDR. In der DDR hat man versucht, die eine möglichst leistungsarme Gesellschaft zu machen, eine möglichst wettbewerbsfreie und möglichst konkurrenzfreie und geldfreie und so weiter. Also eigentlich eine. Man versucht ja in Richtung sich einer sozialistischen Welt zu bewegen, die all diese Dinge nicht hat. Und was war die Folge davon? Dass es immer mehr arme Menschen gab, dass also die Leistungsbereitschaft sich in anderen Teilen der Welt war die Leistungsmotivation so, dass man Golfs gebaut hat. Und in der DDR
war man nach und nach 10, 20, 30 Jahre hinter dem neuesten Stand der Technik hinterher und baute am Ende Trabis, während die anderen im Westen Golfs gebaut haben, die technisch weit überlegen den Trabi waren. Ne? Und das ist genau der Punkt. Und genau so die DDR, in der wurde die Rate der ärmeren Menschen immer häufiger und aus den ärmeren Menschen rekrutieren sich auch dann immer mehr Kundschaft für die Sozialspartler, also für die Sparte, also die Sozialsparte. Es piepst, ich mache nur noch kurz rund. Und von daher vermute ich, dass diese Ideen dieser völligen Egoismusfreiheit, Wettbewerbs- und Leistungs- und Konkurrenzfreiheit und so weiter, eventuell alle vorteilbringende Irrtümer sein könnten, die am Ende den Sozialsparten dienen, weil am Ende daraus mehr Sozialfälle resultieren und daraus dann die Karrierechancen im Sozialbereich eher ansteigen, als dass sie schrumpfen würden. Ja, das ist jetzt eine gewagte Hypothese, das ist natürlich eine reine Hypothese, aber das entspricht dem Prinzip, das ich ja gesagt habe, ich muss eigentlich immer erst darstellen, welcher vorteilbringende Irrtum, welcher Sparte eventuell uns bestimmte Dinge glauben machen könnte. Und ja, das war jetzt mal eine Hypothese dazu. Und ich gebe wieder weiter und suche erst einmal die Schaltfläche. So, hier ist Lucky und ich mache erstmal wieder groß. So, Lucky, in 3 Sekunden wie immer loslegen. 21, 22, 23 und das Mikro schon länger an. Ich lege jetzt los. Also über den, was du da zu der DDR sagst, also da habe ich große Widersprüche oder Gegenrede. Zumal ich ja als Westberliner hier auch den Fall der Mauer miterlebt habe und auch die relativ viele Leute aus der DDR kenne, den Lebenspartnerin auch aus der DDR ist. Und vor allen Dingen hier auch als Taxifahrer gearbeitet hatte, direkt nach dem Fall der Mauer und von daher mitgekriegt habe, wie auch die sogenannten Ossis, die richtig Trabi fahren, richtig keine Bananen hatten und so weiter, an Luxusgütern nicht rangekommen sind. Aber, weil du sagst arm, was meinst du denn mit arm? Die Schere zwischen arm und reich, Obdachlosigkeit, harte Kriminalität in dem Sinne, Drogenkonsum und so weiter, war wenig, weniger verbreitet und weniger ausgeprägt, als es im Westen war. Und von daher ist ja sicherlich eine Funktionärsklicke, die auch ein bisschen besser hatte, mehr erlebt hatte. Aber das Gros sozusagen der Bevölkerung, der hatte niedrigen Lebensstandard, aber der hat keinen Unten, so wie es heute gibt. Ja, dass viele nichts haben und wirklich auf der Straße leben, das der hat in dem Sinne nicht so. Ja, also, wie gesagt, haben wir fast auch alle doppelt gearbeitet. Und erst nach und nach, wie gesagt, ich habe das ja selber in der Taxi mal mitgekriegt, ja, dass ich zuerst hier mit großen Augen, Kaufrausch, KDW und so weiter, die Konsumwelt im Paradies war. Und dann war der Arbeitsplatz zuerst von der Frau weg und dann auch vom Pater weg, ja, weil das abgewickelt worden ist. Und dann plötzlich, oh, Kredit kann man ja nicht mehr bezahlen, ja, durch alle reingefallen in die Verkäufer und dann waren wir hochverschuldet. Und ja, konnten zwar nach Frankreich reisen, hatten aber Geld nicht dafür und so weiter, in vielen Sachen. Ja. Und deswegen ist, jetzt platt gesehen, habe ich die irgendwie kollektiver, teilweise glücklicher erlebt. Und von daher ein Stück weit zufriedener, auch mehr so dieses Helfen, mehr ausgeprägter war, weil nämlich die Erfahrung war oft, dass du nur gemeinsam weiterkamst. Nur wenn du den anderen also auch unterstützt hast, hat der dich auch unterstützt. Und nur so konntest du irgendwie dann an deine Laube oder an eben die Mangelwaren kommen, die du anders irgendwie nicht gekriegt hast, weil eben knapp waren. Also von daher war so eine gegenseitige Hilfestruktur war ausgeprägter als diese Ellbogengesellschaft, die wir heute eben überall haben. Und natürlich, ja, aber auch, das stimmt ja nicht, dass ich keine Anreize hier habe. Ich meine, kollektive 5-Jahresplan erfüllt und Prämien, die du gekriegt hast und Urkunden der Arbeiter,
vielleicht hieß es, dass die mal einen entsprechenden Wimpel hatten, dann Tag des Arbeits, sollen irgendwie 100 erzielte Steine am Tag gehabt hast und der andere nur 50, bist du gelobt worden und Brigadier, die Brigade hat dich dann entsprechend geehrt. Also das ist so ein Quatsch, da hat da keinen Anreiz, ja, das ist totaler Blödsinn. Das muss ich jetzt mal so hart sagen, obwohl sonst nicht so meine Art ist, mit solchen Worten zu sprechen, aber das ist wirklich falsch, da keinen Anreiz her, da muss ich mal genauer angucken, weil er schon, wie gesagt, ich habe schon ein Beispiel gesagt, mit den Jahresplänen und dass die Kollektive auch im Konkurrenzding standen, welche VEB oder welcher Kollektiv hat mehr produziert und dann entsprechend auch gelobt worden ist. Also von daher, ja, mit dieser Leistungsanreize total. Natürlich war die Produktivität das Recht, der war Kapitalismus, war die Produktivität größer, ganz klar. Wie du am Beispiel Trabi und Golf gesagt hast und so weiter, die Produktivität war größer. Aber ich frage mich, ob das persönliche, das Wohlempfinden, wir sind damals wie in Bhutan zum Beispiel. Bhutan hat ja so ein, nicht Bruttosozialprodukt, sondern Bruttosozialglück. Die machen so eine Erhebung jedes Jahr, welche Sachen sich verbessert haben und ich mache mal kurz rund, ob sich die Menschen mit welchen Sachen glücklicher fühlen. Und wenn da so ein Bogen erheben worden wäre, zwischen der BRD und der DDR, da möchte ich mal sehen, wie dann der Vergleich gewesen wäre. Okay, Punkt, ich gebe weiter. Wir müssen irgendwie auch langsam warm, nachdem wir heute noch zu zweit mit den Schlussrunden müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen rankommen. Ja, so, dann also das Bruttonationalglück, ich mache lieber nochmal da ist es. Ja, das Bruttonationalglück, ich bin ganz sicher, ich bin nämlich extra rübergefahren und habe dann mit den Ex-DDRlern geredet, besonders auch mit Frauen und so weiter, hatte auch eine Freundin aus der Ex-DDR. Ich bin ganz sicher, dass die das Bruttonationalglück etwas besser war als hier im Westen, also ganz oder deutlich besser war als hier im Westen. Denn der Kapitalismus ist ja ein glückszerstörendes System. Und auch wenn dieser Pseudosozialismus nicht richtig funktioniert hat, aber er hat das Glück immerhin jetzt mal 50 Jahre lang, 40 Jahre lang weniger stark zerstört als der Kapitalismus. Also insofern bin ich ganz sicher, dass das Bruttonationalglück in der DDR oder die Wohlfühlstimmen in der DDR besser gewesen wären als im Kapitalismus. Ne? Aber übrigens dann das mit den Anreizen, dass die DDR natürlich auch Belohnungssysteme und Anreize kannte, das wusste ich natürlich auch. Das selbstverständlich wusste ich das. Ich habe nur eins nicht aus Zeitgründen sagen können, dass vorteilbringende Irrtümer ja nicht zielen. Also vorteilbringende Irrtümer zielen ja nicht. Da geht es ja nicht darum, irgendwie gezielt jetzt in der DDR mehr Sozialfälle und mehr Obdachlose und mehr Arbeitslose zu erzeugen. Das ging ja in der DDR gar nicht. Denn die vorteilbringenden Irrtümer, die zielen nicht. Die haben ja keine Absicht oder keine Richtung, sondern die sind ja im Kapitalismus entstanden. Also die vorteilbringenden Irrtümer sind im Kapitalismus entstanden und waren dann in der DDR sicherlich überhaupt nicht richtig wirksam, denn in der DDR gab es weniger Arbeitslose und weniger Obdachlose als bei uns, ja, weil dort einfach nicht der Raum war, um diese Erfolge zu erzielen. Aber bei uns klappt das wunderbar. Hier bei uns im Westen klappt das mit diesen vorteilbringenden Irrtümern. Immer dort, wo man sich gegen Leistung und Anreize und Konkurrenz wendet. Zum Beispiel die Partei Die Linke, die hat das Wort Elite auf ihrem Plakat. Elitenbildung, da hat sie das Wort Elite durchgestrichen. Das heißt, so auf Deutsch gesagt, ja, diese ganzen Reichen und Bonzen und diese Eliten und so weiter, das brauchen wir alles nicht.
So, die eine Wissenschaftlerin hat auch zu mir gesagt, ein ganz beliebter vorteilbringender Irrtum, ja, wenn da 1 Million von diesen Reichen aus Deutschland verschwinden würden, weil sie hier zu hoch besteuert werden oder sonst wie getriezt werden oder sozusagen gehasst werden, ja, dann bleiben noch genügend Superkluge übrig. Und das stimmt eben leider nicht, ja. Also wenn hier 1 Million die absoluten Genies Deutschlands weggehen. Und dann haben diese 1 Million hinterlassen in Zukunft auch keine Kinder mehr. Dann sinkt automatisch der Intelligenzdurchschnitt der deutschen Bevölkerung drastischst ab. Und das kann bedeuten, dass man in Deutschland nur noch Trabis herstellt und keine Golfs mehr, weil der für die Intelligenz dann einfach nicht mehr reicht, ja. Und da ist genau der Punkt. Oder wenn ich zum Beispiel das Konzept des Mindestlohns, also der Mindestlohn ist ein Instrument, an das ganz viele glauben, dass wie so eine heilige Kuh, der Mindestlohn ist wichtig, der ist gut für uns alle, der macht unser Leben besser. In Wirklichkeit, wissenschaftlich gesehen, und jetzt müssen wir uns wieder klar machen, ja, der Mindestlohn hat also das Ziel, ohne darauf hin zielen zu können, sondern aber er hat sich in der Evolution bewährt als Gedanke, weil immer wenn der Gedanke des Mindestlohns, des Pieps, ich mache nur noch kurz rund, verfolgt wurde, dann wirkte der sich aus als ein Arbeitsverbot für alle, deren Leistung, deren Ertrag, wirtschaftlicher Ertrag unter dem Betrag des Mindestlohns lag, so dass daraus eine Reservearmee von Arbeitslosen entstanden ist, so dass die Arbeitsamtmitarbeiter große Karrieren machen könnten, wegen immer noch ausreichend vieler Massen von Langzeitarbeitslosen. Und von daher ja, ich gebe weiter. Ich hoffe, ich konnte erläutern, dass das alles leider ja sehr kompliziert ist, diese Zusammenhänge zwischen vorteilbringenden Irrtümern und dass die eben nicht gezielt auf die DDR waren, denn die waren ja vorher im Kapitalismus entwickelt worden, ohne zu wissen, wie die DDR darauf reagieren würde. Ja. So, ich gebe weiter. Moment, Mikro, Mikro. In 3 Sekunden wieder loslegen. Ja. Ja, ich gebe dir gerne wieder zurück gleich, dass du noch mehr sagen kannst, weil ich habe den jetzt mit dem Mindestlohn noch nicht verstanden. Weil, wie gesagt, ich habe dann ein anderes Modell zu, dass die Hierarchisierung uns krank macht. Ja? Und ich wenn überhaupt noch ein Lohn gezahlt werden sollte, bin ich für einen Einheitslohn, dass alle das Gleiche kriegen. Aber ich bin ja grundsätzlich eben, wie du auch in meinem Buch siehst, Utopia ist machbar, das ist das Kostbarste ist für uns die Lebenszeit und es sollte nur nach Lebenszeit errechnet werden, wie viel das alle das gleiche Mindestmaß für die Allgemeinheit machen sollten. Und das kann aber, das sollte nur nach Stunden berechnet werden. Und das ist eben, eine Stunde finde ich ist genauso wertvoll, egal welchen Intelligenzquotient ich habe. Ist eine Stunde von mir, meine Lebenszeit genauso wertvoll, die ich für die Allgemeinheit mache, wie wenn du mit den dreifachen und vierfachen Intelligenzquotient hast. Deswegen finde ich, dass es doch unwichtig ist, welche Leistung es ist, sondern wichtig ist, was ich für die Allgemeinheit mache, in Bezug auf die Zeit, die ich dafür von meiner Lebenszeit halt abgebe. Das finde ich, ist die rechteste, weil die Lebenszeit ist seit der Erfindung der Uhr ist gemessbar. Und da ist auch eine Stunde in den Finanztoren von Frankfurt, ist genauso viel eine Stunde wie in den wie heißt das, Outbacks von Australien oder in den Dschungeln von Amazonas, Brasilien. Eine Stunde ist überall eine Stunde, die Mensch dafür, die irgendwas macht für die Allgemeinheit. Punkt. Du kannst meine Zeit gerne übernehmen, Dylan. Falls ich jetzt noch welche übrig habe. Ja, da wäre noch was übrig, aber ich hab ja meine 4 Minuten, ne? Also, ich lege los. Ja, also es ist eben
Diese naturwissenschaftlichen Analysen sind halt unheimlich kompliziert. Es ist quasi so, man muss sich das so vorstellen. Für den Arbeitsamtmitarbeiter ist es ja schlecht, wenn es mehr Arbeitslose gibt, weil das Land wird ärmer. Er muss vielleicht ein Tick mehr Steuern zahlen für die vielen Arbeitslosen. Und es ist ja, das Land wird beschädigt, kann sich vielleicht sogar militärisch nicht verteidigen und wird sogar vielleicht irgendwann Kriegsopfer wie die Ukraine. Aber so kalkuliert das Leben nicht, sondern für den Arbeitsamtmitarbeiter bringt es größere Karrierevorteile und traditionell wird in Deutschland ein Aufsteigen in der Hierarchie mit deutlich mehr Geld honoriert auch, ja, so dass der Arbeitsamtmitarbeiter quasi für den eigentlich nur die Kalkulation gilt. Ganz egal, ob es ein Schaden fürs Land ist und ob das ganze Land dadurch verarmt. Ich selber werde dadurch reicher, weil ich in der Hierarchie aufsteigen kann, wenn es mehr Arbeitslose gibt. Und dafür im Arbeitsamt war durch reinen Zufall irgendwann in den Vorformen des Arbeitsamts irgendwie der Irrtum entstanden, es sei eine gute Idee, die Unternehmer zu zwingen, und es sei eine soziale Idee, die Unternehmer zu zwingen, 12 € die Stunde zahlen zu müssen. Und das Ganze ist ein Irrtumskonzept. Und der erweist sich dann als vorteilbringender Irrtum, wenn es tatsächlich zur Anwendung kommt, weil nämlich jetzt plötzlich alle Leute, die für ein Unternehmen aber nur 11 € plus bringen oder weniger, 10, 9, 8, 7 € pro Stunde plus bringen, weil sie so schlecht qualifiziert sind und so wenig leistungsfähig sind und so schlecht ausgebildet sind, dass sie nur 11 € bringen, dann verliert der Unternehmer mit jeder Stunde, die er diesen Mitarbeiter weiter beschäftigt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 € pro Stunde. Und dann geht er irgendwann, spätestens nach 5 Jahren, ist solch ein Betrieb pleite. Und spätestens dann kommt es zur Arbeitslosigkeit. Ja, allerspätestens dann. Ja? Und diese Mehr an Arbeitslosen führt dann dazu, dass wieder mal im Arbeitsamt ein neuer Abteilungsleiter gebraucht wird. Und dann wird derjenige, der auch mit diesem Irrtum vom Mindestlohn weiterhin in die Gesellschaft geblasen hat, ich erinnere noch mal an dieses Bild hier, ja, ich erinnere noch mal an dieses Schaubild, dass er also quasi, ja, da war es doch schon. Also er dazu gehörte, diesen vorteilbringenden Irrtum immer wieder in der Öffentlichkeit, in Medien, immer wieder in der Politik, überall diese Irrtümer rauszublasen, ja, und in seinem Bekanntenkreis. Und alle glauben, weil das ja so schön klingt, wir zwingen die Unternehmen, 12 € die Stunde zu zahlen und dann sind alle Probleme gelöst. Ist aber nicht, denn es bedeutet, dass alle, die nur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 € pro Stunde liefern, die werden gezwungen, arbeitslos zu bleiben und zu werden, weil kein Unternehmer sich jemanden leisten kann, jemanden einzustellen, den er mit mehr Euro bezahlen muss, als der ihm erwirtschaftet und erarbeitet. Es piepst, ich mache nur noch rund. Das bedeutet also, dass sozusagen alle möglichen Gedankensysteme, die bei uns da sind, die können quasi den Profiteuren scheiternden Lebens dienen. Also mehr kriminell gescheitertes Leben, mehr gesundheitlich gescheitertes Leben, mehr genetisch gescheitertes Leben, also Erbkrankheiten, mehr Sozialfälle, mehr Obdachlose, mehr Arbeitslose, mehr Verwahrlosende, mehr Suchtkranke und so weiter. Und immer gibt es Sparten, die daran profitieren und die Karrieren machen können. Und das ist das Gefährlichste am Kapitalismus, das Karl Marx übersehen hatte. Ich gebe weiter. Sekunde. Technisch.
Ja, wir nähern uns den letzten Runden, ne? So, Lucky. So, gerne in 3 Sekunden loslegen. Ja, Mikro hat schon angeschaltet. 21, 22, 23. Ja, ich bitte zu überlegen, inwieweit du diese Konzepte der vorteilbringenden Irrtümer, die du ja wieder ausführlich heute dargestellt hast, inwieweit sozusagen die Triebfeder dafür oder warum das überhaupt nur funktionieren kann, hast ja irgendwie auch viele Beispiele dargestellt, eben auch wieder mit dem Arbeitsamtleiter oder der halt aufsteigt. Ja, die Triebfeder, ja, was ist denn der Aufstieg? Warum will der Aufstieg steigen? Weil er natürlich wieder Geld, Geld, Geld und Ansehen hat und damit wieder ja, auf diesen vorteilbringenden Irrtümer reinfällt. Also was eben dafür sucht, was zu seinem eigenen Vorteil ist. Und das klappt ja auch. Deswegen funktionieren die auch so gut, weil ja eben dieses Anreizsystem immer Geld ist und damit, wie ich schon öfter sagte, bist du was, hast du was, bist du was. Das heißt also, durch Geld steigst du natürlich im Sozialprestige, steigst du natürlich eben durch Karriere und weiter nach oben. Natürlich auch an sich dein Lieblingsthema, natürlich auch bei den Frauen. Ist ja auch so, dass die dann auch besser angesehen werden, die mehr Geld haben, einen höheren sozialen Status. Und von daher ist es natürlich entsprechend erstrebenswert, dass ich auf diesen Irrtum reinfalle und was mache, was eigentlich für die Allgemeinheit schlecht ist. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, auch mit Arbeitslosigkeit und sonst was alles, das, was wir dann alles nicht mehr haben, wenn wir eine andere ökonomische Grundlage haben. Und die ist eben in einer getrennt vom Geld- und Finanzsystem, wo die Arbeitszeit berechnet wird und nur ausgerechnet wird, was brauchen wir und wer will welche Kapazitäten zur Produktion und zur Deckung der Bedürfnisse zur Verfügung stellen. Und das wird bei der heutigen Digitalisierung also auch möglich ist, so eine Vernetzung halt zu machen. Gut, und damit gebe ich weiter. War glücklich schon mein Schlusswort, war? Machst du noch eben ab, Dylan, und dann hören wir auf. Oder weil du angefangen hast, machst du nur einmal und ich nur einmal und dann ist Schluss, oder? Ja, also genau, ich mache noch mal kurz. Ich versuche es kurz zu halten, relativ kurz. Na, was ist denn jetzt hier los? Also, ja, also meine ganzen Jahrzehnte der wissenschaftlichen Ausbildung, die lassen mich halt nur einfach zweifeln, wenn ich mir vorstelle, dass der Bonobo-Mann sieht, wie die Frauen genauso intensiv vor sexueller Lust quieken und jauchzen, wenn sie Sex mit dem Nullschenker der Gruppe haben, dann frage ich mich, wird der Bonobo-Mann tatsächlich nach wie vor genauso intensiv Fruchtbäume suchen in der Umgebung und dann die reifsten Früchte wirklich, anstatt sie selber zu essen, die leckersten und reifsten Früchte den Frauen und Kindern hinhalten, um eben sich bei den Frauen besonders beliebt zu machen? Wird der wirklich noch genau, wird er diese herrlichsten, reifsten Früchte nicht in Zukunft lieber selber essen, anstatt sie den Frauen zu schenken, sozusagen, wenn er sieht, dass die Frauen genauso lustvoll, orgastisch quieken, wenn sie Sex haben mit dem Nullschenker, weil die Frauen einfach keinen Unterschied mehr machen, also keine Leistung mehr messen und keinen Unterschied mehr machen zwischen unterschiedlichen Männern. Ja? Denn ich glaube, dein Konzept läuft ja darauf hinaus, dass eigentlich zwischen den Menschen kein Unterschied mehr gemacht wird. Und da habe ich einfach als Naturwissenschaftler riesige Zweifel und vermute, dass es sich eher bei diesen Überlegungen eher um Irrtümer oder vielleicht sogar wirklich um vorteilbringende Irrtümer handelt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bono, also dass die Männer weiterhin schenken sogar, wir sagen ja sogar, wir gehen ja sogar so weit zu sagen, dass der Grund, warum die Männer
aufgehört haben, die Menschenmänner, also die Savannenbonobo-Männer, aufgehört haben, geschichtlich den Frauen und Kindern weiterhin alles zu schenken, und warum sie raffgierig Akkumulatoren, also Akkumulateure von Gütern wurden, das hatte nur den Grund, als die Frauen sozusagen nicht, also ihre sexuelle Intensität durch die Unterdrückung durch die Frühhändler, die ja natürlich gegen die Sexualität gewettert haben, ja, und geschimpft haben dagegen als schlecht und so weiter. Und als die Frauen dann ihre Sexualität reduzierten, da sahen die Männer sich nicht mehr motiviert, die Frauen überhaupt noch zu beschenken. Und dadurch, hatten wir dann diese kapitalistische Situation, in der normalerweise ein reicher Mann zum Beispiel nicht mehr die Frauen um ihn herum beschenkt, sondern höchstens die eine Frau, die er geheiratet hat, aber alles andere nicht mehr. Und so sehe ich also, ich habe als einfach riesige Zweifel, ob der nicht wirklich ohne Anreize, ohne Unterschiede, ob nicht die Leistung zu sehr nachlässt und dass dann das ganze Land verarmt dadurch und dadurch insgesamt mehr Sozialfälle entstehen und dann die Sozialsparten profitieren, aber das Land geht pleite. Gleichzeitig. Und wenn es dann pleite ist, müssen die Sozialspartler halt in ein anderes Land auswandern und dann dieses plündern, sozusagen. Ja, ich gebe weiter, Luki, zu deinem Schlussbeitrag, oder ja, wir nähern uns jetzt jedenfalls dem Ende. Moment. Bitte in 3 Sekunden loslegen. 21, 22, 23, Mikro schon längst eingeschaltet, ich lege los. Ich mache das schon als Schlussbeitrag. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Diskussion dann in dem ARD-ZDF-Studio, wo genau, finde ich, andere dann bewerten sollen. Wir stellen richtig unsere verschiedenen Modelle dar und andere sollen dann bewerten, so schlägt mir der vor, hast du ja letztes Mal angedeutet. Und dann werden wir sehen, sozusagen, wer weiterkommt, was er irgendwie so sagt, dass es so ein bisschen wie fußballmäßig ist, dass dann ein, zwei oder drei Teams dann weiterkommen und dann in der nächsten Runde noch drinnen sind. Weil, wie gesagt, die anderen sollen auch was zu sagen. Ich kann nur noch kurz sagen, dass ich eben auch einen Unterschied sehe, dass nach meiner Meinung nach den Schwerpunkt, den du auf die Sexualität siehst, machst und mal dann die Bonobo immer Mann, Frau anführst. Und ich kann nur sagen, orientieren mich mehr auch am Jetzt und dann mehr mit Menschen. Und da habe ich auch manchmal Spaß, zum Beispiel Menschen was zu schenken, obwohl ich keine sexuellen Interessen an denen habe. Auch gleichgeschlechtlich. Also ich schenke auch Männern was oder Frauen, mit denen ich nicht ins Bett will, schenke ich was. Und von daher, und Frauen untereinander schenken sich auch ganz viel. Und deswegen finde ich sozusagen die, gerade was du mal, diese biologistische Ebene mit dem, dass es eigentlich nur um das Ficken geht und an erster Stelle zu sein. Und also ich für mich kann sagen, Hauptsache die Frau juckt's bei mir auch. Und wenn die beim anderen macht, egal ob der nun arm oder reicher ist, ist mir eigentlich egal. Wenn ich die Frau gerne habe und auch das Gefühl habe, sie macht es mit mir auch. Und ich bin von der wertgeschätzt, dann, wie gesagt, dann mache ich diese mit oben und unten mache ich nicht. Und ich glaube auch viele Frauen denken nicht so, sondern Hauptsache sie haben auch ihren Spaß. Und ob der nun unten oder oben steht, mal mehr leistet, in dem Sinne, glaube ich, dass nicht immer der ausschlaggebende Punkt ist. Heutzutage, und das mag bei den Bonobos anders sein, aber heutzutage erlebe ich bitte eben, dass es eben noch andere Werte gibt und andere Lustempfindungssachen, die von der Mann-Frau und von der Fick-Ebene unabhängig sind. Gut, damit mache ich gerne Schluss und höre dir noch zu, aber will auch langsam zum Ende kommen. Ist auch schon. Ja, wir suchen jetzt Ja, das Ende. Nur genau. ganz kurz, Biologismus. Also wir beim Weltrat sind die größten Gegner und Kritiker des sogenannten Biologismus. Das ist, meint aber was anderes. Biologische Analysen sind genau das Gegenteil von Biologismus. Biologismus sind sozusagen so Rechtfertigungssysteme für irgendwelches schlechtes Verhalten. Zum Beispiel, was weiß ich, Biologismus ist der Missbrauch
bestimmter Vorstellungen, um dann bestimmte Grausamkeiten zu rechtfertigen oder so und so weiter. Aber und Biologie ist halt genau das Gegenteil. Aber Biologie ist eben einfach der Punkt, und du hast es ja auch richtig angedeutet, im ZDF und ARD. Ich werde übrigens nicht beantragen bei diesem Wahlbündnis, es sei denn, man wird mich wenn es dann zu Online-Treffen kommt, vielleicht aller Beteiligten dazu auffordern, dass man dann so mit einer repräsentativen Wählerstichprobe arbeiten könnte. Aber es kann sein, dass das auch wieder viele Gruppen ablehnen, weil das ihnen wieder zu leistungsorientiert ist. Also das Minimum ist einfach, dass man das dann eben du dein Konzept vor 3 Millionen Wählern vorstellen darfst und vielleicht in einer anderen Talkshow unsere Professoren unser Konzept vorstellen dürfen und so weiter. Und erst einmal ist mit diesem Wahlbündnis nicht mehr gemeint als das. Und ob die Gruppe der 100 oder 150 Initiativen einem weiteren zustimmt, nämlich einer Gesetzesänderung Richtung Bundeswahlleiter, repräsentative Wählerstichproben, Wahlvorgänge, Champions League und weiterkommen, von Runde zu Runde weiterkommen und so weiter, was ich für gut fände. Kann sein, dass das wieder viele Gruppen ablehnen würden. Aber dann bleibt es eben dabei, dass wir wenigstens vor 3 Millionen Menschen reden dürfen und dann vielleicht eine Chance besteht, dass die Gesellschaft über unsere Ideen diskutiert und daraus es, über diesen Weg es zu einem Wandel kommt. Und ich werde immer wieder, ich werde jetzt, ich habe es schon angeregt und wir werden also alle die nächsten Tage daran arbeiten, dass wir immer, wenn auf der Homepage was steht, wir vorher erklären, welche Sparte vielleicht da welchen vorteilbringenden Irrtum als Gegenargument zu unseren Konzepten hat. Denn wenn man das nicht gleich mit dazu sagt, kommt es zu dem Schnellschuss. Hey, der kritisiert den Mindestlohn, der ist ja, das sind ja Spinner. Ja? Ja, also so quasi, weil die Menschen, die Opfer sind der Manipulation Mindestlohn, ja gar nicht durchschauen, dass sie nur Opfer einer Manipulation und Gehirnwäsche, Propaganda und Werbung sind. Ja? Und so müssen wir versuchen, jetzt den Leuten die Chance wenigstens zu geben, dass sie verstehen, ja hoppla, aha, da hat mich jemand manipuliert, so dass ich den Mindestlohn für eine gute Sache halte, obwohl er ja schädlich für unser Land ist und für mich selber. Ne? Und ja, und das sind die Dinge. Ja, hast du noch was Wichtiges, Logi? Außer schade fand, dass wir nur zu zweit sind, aber ansonsten habe ich nichts mehr wichtig und freue mich auf das nächste Mal. Und werde, wie gesagt, inzwischen möchte auch auf diesem beep-word.de werde ich mich auch einklinken und mal gucken, was ich da machen kann. Genau, da ist auch eine Genau. E-Mail-Adresse angegeben. Ja, Genau. da ist alles dort. Alles Alles klar, dann klar. Dann bis bis nächsten nächste Woche. Montag. Tschüss. Bis Samstag oder Montag, je nachdem. Montag. Ich bin wieder Montag dabei. Ja, tschüssi. Gut. Tschüss.